Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart. Heute zu Gast Cornelius Meister. Sprich Stuttgart. Am Mikrofon Theresa Olkus und Stefan Ferdinand. Ein außergewöhnliches Jahr, dieses Jahr 2020, wie wir es wahrscheinlich alle noch nicht erlebt haben. Es bringt Herausforderungen mit sich, aber auch Chancen. Herr Meister, in diesem Jahr, wenn Sie Ihr Gefühl mal ausdrücken müssten zu diesem Tag, zu diesem Mittwoch, wie würde das klingen? Ich versuch's mal. Das klang turbulent. Turbulent und auch vielleicht, ja, es kennzeichnet ein bisschen, dass wir immer wieder dachten, jetzt endlich, jetzt geht's los. Und dann kam wieder irgendwas Schlimmes. Aber am Ende hat es in Dur geendet. Also das, auch. Genau, das wollte ich gerade fragen. Es fing in Moll an. Was war es? Kennt man es? Nein, das war jetzt aus dem Stegreif. Also aus dem Stegreif. Ich improvisiere sehr gerne. Also für mich ist Musik sowieso eigentlich in weiten Teilen nicht was, was ich mir so vorher überlege, sondern was aus dem Moment entstehen muss. Und da Sie gefragt hatten, ich kannte die Frage ja nicht vorher, was die Stimmung ist, fiel mir das gerade ein. Also das Wellenförmige hat man auf jeden Fall sehr gut rausgehört, aber es hatte auch was Euphorisches. Jetzt im November, Ende des Jahres, das heißt, Sie blicken schon auch mit einer gewissen Euphorie in die Zukunft. Ach, ich bin ja eh jemand, der irgendwie sich bewusst ist, so als kleines Menschlein im Rahmen von vielen Millionen, Milliarden Jahren, die dieser Planet irgendwie existiert, also wir haben es manches in der Hand, aber auch nicht alles und da müssen wir auch ein bisschen Gottvertrauen haben. Ja, mit wem haben wir es überhaupt zu tun? Cornelius Meister, Ihren Namen haben wir schon genannt. Ich will Ihre Station ein bisschen skizzieren, einmal vorneweg, ausführlich, damit wir das sozusagen lexikalisch alles mal erfasst haben. 1980 sind Sie in Hannover geboren. Und wir fragen uns, was Sie, Cornelius Meister, gemeinsam haben mit Christian Drosten, in dem ja wirklich sehr bekannt, mit Juli C., mit Fabian Hambüchen oder den Xing-Macher Lars Hinrichs. Wissen Sie es noch, was Sie mit den allen gemeinsam haben? Ja, ist Christian Drosten auch Hannoveraner? Nein. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Er war, wie Sie, im Jahre 2006 einer von 100 Köpfen von Morgen. Wirklich? Erinnern Sie sich daran? Das war eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Und da hat eine 22-köpfige, ziemlich namhafte Jury die 100 Köpfe von Morgen bestimmt. Da waren Sie also damals 26 Jahre alt. Oh, ich war stolz wie Bolle. Ja, und irgendwie hat die Jury ja recht behalten. Ja, und das gilt eben auch für Christian Drosten oder Juli C., für Fabian Hambüchen auch. Also da gibt es eine Parallele. Aber gut. Wir sind natürlich ziemlich stolz, dass wir mit dem Kopf damals von Morgen heute jetzt hier reden können. Die Musik scheint Ihnen ein bisschen in die Wiege gelegt, das sagt man immer so, automatisch ist es glaube ich aber nicht so. Ihre Mutter ist Klavierlehrerin, ihr Vater Musikprofessor. Sie lernten und studierten Klavier, Cello und Gesang in Hannover und am Mozarteum in Salzburg. Sie haben ein ordentliches Klavierdiplom, Sie haben ein ordentliches Dirigierdiplom. Ihre Lehrmeister waren unter anderem neben Ihrem Vater Martin Braus und Dennis Russell Davis, wenn ich das Ihrem Lebenslauf richtig entnommen habe. Wie erlebt man Dennis Russell Davis? Tatsächlich ist er gerade in diesen Tagen wieder hier in Stuttgart an der Staatsoper als Gast. Er war ja zweimal mein Vorgänger. Einmal hier in Stuttgart als Generalmusikdirektor in den 80er Jahren mit langen Haaren, kam er auf seiner Harley Davidson hier an und wurde nicht reingelassen vom Pförtner, weil man nicht glauben konnte, dass er der Musikdirektor ist. Und in Wien beim Radiosymphonieorchester war er auch mein Vorgänger. Jedes Mal mit noch anderen Kollegen dazwischen, aber zweimal sozusagen konnte ich auf seiner Tradition aufbauen und habe mich natürlich jedes Mal sehr gerne und oft daran erinnert an die Zeit, als ich sein Student war. Mhm. Da will ich jetzt noch die Station nur skizzieren, weil das ist unglaublich viel. Sie haben Einladungen erhalten an die Staatsopern in
Hamburg, jetzt machen wir eine Weltreise. Hamburg, Wien, München, Covent Garden, London, Scala in Mailand, Semperoper in Dresden, Metropolitan Opera in New York, Deutsche Oper Berlin, Zürich, Kopenhagen, San Francisco, Tokio und, und. Sie haben Konzerte gegeben mit den Orchestern von Amsterdam, Rom, Washington, Helsinki, Zürich, Tokio, Stockholm, Kopenhagen, Paris, Berlin, Hamburg oder München. Sie waren lange Jahre Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters in Heidelberg. Ja. Sie waren lange Jahre künstlerischer Leiter des ORF Radio Sinfonieorchesters. Sie waren oder sind noch, da müssen Sie mich korrigieren, ja. Principal Guest Conductor des Yomiuri Nippon Symphony Tokyo Orchesters. Das hört jetzt gerade auf. Ich wollte mich jetzt auf Stuttgart hier konzentrieren, auf die Staatsoper. 3 Jahre lang war ich dort und wir werden auch in Zukunft zusammenarbeiten, aber eben nicht mehr als feste Position. Mhm. Gut, und seit 2018, deswegen sitzen wir hier zusammen, wir werden gleich noch klären, wo sind Sie Generalmusikdirektor der Staatsoper und des Staatsorchesters in Stuttgart? Soll ich, Theresa, ich rede so viel, aber so ein Lebenslauf ist sehr, ich müsste die Preise noch sagen. Ich wollte gerade sagen, oder willst du? Ja, ich bin ja schon so jung. Alt. Nein, ich wollte gerade das Gegenteil sagen. Ich habe nämlich ganz ehrfürchtig geschaut und dachte, hier sitzt jetzt niemand, der 65 ist und schon so viele Stationen hatte. Also 100 Köpfe von morgen, ich sage es nur, mit 26. Also komm, die Preise machen wir noch. Das beste Konzertprogramm, diverse Dirigentenpreise, ich liste sie jetzt nicht alle auf. Auszeichnung Dirigent des Jahres 2018, den Preis der Deutschen Schallplattenkritik, International Opera Award, International Classical Music Award und mehrfach ausgezeichnet für Education-Projekte. Und in Stuttgart angekommen, man könnte sagen, Sie sind ein Star, das sind Sie auch. Und jetzt muss ich mal suchen, wir haben ja einen Instagram-Account, sprich Stuttgart Underline Podcast, sprich Stuttgart Underline Podcast kann jeder abonnieren. Zum Beispiel hat den Margot Underline Kulturfan abonniert und die schreibt, als sie gesehen hat, dass Sie zu Gast sind bei uns, Cornelius Meister ist ein Gewinn für Stuttgart, Riesenstern dahinter. Er hat neue Ideen, bringt Modern Times in die Oper, begeistert mit einem Potpourri in der Nacht der Lieder, reden wir vielleicht noch drüber, und spielt in Corona-Zeiten auf dem Balkon, Ausrufezeichen. Seine Lied- und Klassikkonzerte begeistern mich. Applaus und Herzchen von Margot. Also ich glaube, authentischer kann man nicht formulieren, wie Sie hier in Stuttgart angekommen sind nach 2 Jahren, oder? Ach, ich fühle mich einfach sehr wohl. Und meine Frau und ich, wir haben 3 Kinder, die hier auch alle zur Schule gehen. Und ja, wir sind ganz bewusst hierher gekommen. Wir haben uns entschieden für die Stadt und hoffen, dass wir noch lange bleiben dürfen. Vielen geht es ja so, Entschuldigung. Ah, nee, Entschuldigung, nee, bitte. Nein, vielen geht es ja so, erst hat man Stuttgart nicht so auf dem Schirm, aber dann will man gar nicht mehr weg. Also mal schauen, ob das Gefühl auch noch kommt. Ja, ich kannte Stuttgart schon seit ich Kind bin. Meine Tante und mein Onkel wohnen seit vielen Jahrzehnten in Möhringen. Und daher war ich als Kind schon viele Urlaube mit meiner Familie hier. Mhm. Und ja, man weiß ja immer nicht vorher, wenn man in einer Stadt ist zu Besuch, dass man dann dort mal leben wird. Aber es ist lustig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also da waren wir in der U-Bahn und meine jüngere Schwester sagt, als angesagt wird Schlossplatz, was, hier gibt es einen Schrottplatz? Weil sie es halt nicht verstanden hatte. Die ganze schwäbische U-Bahn lacht unglaublich. Das sind so Kindheitserinnerungen. Das ist sehr schön, da kommen wir noch drauf. Was Sie hier in Stuttgart sozusagen verankert. Aber zunächst klären wir mal was anderes. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Nämlich, wo wir eigentlich gerade sind. Wir sind nicht nur mitten in Stuttgart, Nähe des Schlossplatzes, könnte man schon sagen. Wir sind mitten in der Oper auch. Wo genau in der Oper befinden wir uns heute? Im Chorsaal, der im Augenblick gerade ein bisschen verwaist ist, weil wir in diesen Zeiten, wenn der Chor probt, noch viel riesigere Räume benötigen. Mhm. Der Chorsaal ist ja nicht so besonders klein, wo wir hier sitzen, aber tatsächlich also mit 6 Meter Abstand pro singenden Menschen, da kommen wir dann hier nicht hin. Und wo probt der? Wollte ich gerade fragen, wo proben Sie? Ja, genau. Im Probenzentrum Nord. Wir haben das große Glück, dass wir, Probenzentrum Nord da am Löwentor, relativ große Probebühnen haben für szenische Proben normalerweise, die wir aber jetzt auch für Orchesterproben nutzen. Und trotzdem können wir da, also Stücke wie die Alpensymphonie natürlich im Augenblick nicht proben, aber wir sind doch guten Mutes, dass wir einfach das machen können, was wir können.
Jetzt ist es ja heute, muss man sagen, Mittwoch zeichnen wir auf. Mhm. Heute gibt es wieder Entscheidungen, dass die Kulturbetriebe länger geschlossen bleiben. Sie proben trotzdem unerschrocken weiter? Wir machen das ja nicht für uns, zumindest nicht in erster Linie, sondern weil wir wirklich fest davon überzeugt sind, dass eine kulturarme Gesellschaft langfristig ein Problem haben wird. Es geht dabei viel mehr als um Musik oder um Theater, sondern das Menschsein, also das hat doch als Basis irgendwie, dass man kulturell ist. Mhm. Und deswegen habe ich auch einen ganz weiten Kulturbegriff. Also für mich ist Kultur nicht gleichbedeutend mit Veranstaltungskultur und auch schon gar nicht nur mit klassischer Musik. Und das alles gilt es aus meiner Sicht jetzt hochzuhalten. Dazu gehört auch das häusliche Musizieren. Mhm. Nicht? Also warum muss man immer irgendwo hingehen, um Kultur zu erleben? Früher, als es noch keine Podcasts gab und kein Internet, hat man vielleicht mehr zu Hause musiziert. Das alles gilt es irgendwie zu bewahren. Und wir wollen was dafür tun, dass das alle so auch sehen und mitbekommen. Ist ja auch hoffnungsvoll, ne? Einfach unermüdlich. Ja. Wir sind vorhin durch die Gänge gelaufen und haben gehört, überall wird gesungen, trotzdem weitergetrennt. Ja. Ich denke, es muss ja irgendwo auch sein. Man könnte hoffentlich doch jederzeit wieder auftreten. Ja, und wir haben ja auch, also die Besonderheit, normalerweise planen wir so 2, 3, 4 Jahre im Voraus. Also ich weiß schon jetzt genaue Uhrzeiten, dass ich an einem bestimmten Tag um 11.30 Uhr den dritten Satz aus einer Symphonie proben werde, in 2 Jahren. Mhm. Was ganz seltsam ist, und das tut uns auch ganz gut, dass wir jetzt mal ein bisschen anders planen müssen. Nur trotzdem heißt das, wenn wir jetzt nicht proben, dann können wir, egal ob im Januar oder im Februar oder im April, könnten wir nichts dem Publikum präsentieren. Das heißt, also wir müssen jetzt fleißig sein, damit wir dann an dem Tag, wenn es heißt, jetzt dürfen wir was tun, auch wirklich startbereit sind. Und vielleicht auch, um nicht, wie soll ich das formulieren, das ist so wie so ein Läufer, der immer laufen muss, einfach um sich noch zu spüren mit dem, was man tut? Ja, einerseits unbedingt, aber auch ganz real. Also das sind ja Leistungssportler, also Sänger, auch unsere Kollegen vom Ballett. Wenn die auch nur eine Woche oder 2 Wochen nicht trainieren, dann haben die einen Trainingsrückstand. Mhm. Und dann können die das, wenn man so will, sogar messen. Also wie eben halt ein Läufer auch messen kann, dass er dann vielleicht 2 Zehntelsekunden langsamer ist. Und unsere Kollegen vom Ballett, die haben in der Zeit, wo sie hier eben auch nicht trainieren durften, das war so im Frühjahr, späten Frühjahr, da haben die einen Tanzboden nach Hause geliefert bekommen vom Ballettdirektor, vom Ballettintendanten. Sehr klein. Und ich weiß nicht, wie das mit den Nachbarn war, wenn man da trampelt. Aber einfach, die Gefahr, dass die dann nach 3 Wochen ankommen und das wäre zu groß gewesen, das Risiko. Also das Trainingsjahr. Jetzt sind wir vorhin vor der Oper vorbeigelaufen. Es hängt ein ganz großes Banner mit enorm tollen Programmen, Maler, Wärter und so weiter. Was passiert mit den Stücken jetzt gegen das Ende des Jahres? Also weggeschmissen werden die nicht. Das auf keinen Fall, das hoffen wir. Nee, wir arbeiten ja, also so an einem Opernhaus, da hat man ja immer den Eindruck, man ist unglaublich wichtig und man macht wirklich ewige Dinge. Und das glauben wir nach wie vor, also egal, ob das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr oder in 4 Jahren, wir hoffen, dass wir irgendwie bleibende Dinge schaffen und dann kommt vielleicht auch nicht auf den Tag an, wann wir die zeigen können. Also man schafft jetzt nicht Übergangswege digital oder so, dass man das irgendwie anders ans Publikum bringt oder aufführt, sondern man wartet dann auf den großen Auftritt. Teilweise schon. Mhm. Also jetzt am 7. Dezember zum Beispiel werden wir, mit wir meine ich das Staatsorchester Stuttgart, mit Alondra della Parra, die bei uns zu Gast sein wird als Dirigentin, eine der weltweit tollsten Dirigentinnen, die ich kenne, und Elisabeth Braus, übrigens der Tochter des Professors von Martin Braus, eine ganz herausragende Pianistin, werden wir im Livestream unser Konzert spielen und verbinden damit auch einen Spendenaufruf für die Freischaffenden. Also wir vergessen nicht und wollen das auch immer ganz laut sagen, uns geht es vergleichsweise gut. Mit uns meine ich uns in Deutschland, verglichen mit manchen anderen Ländern, aber auch uns, die wir festangestellt sind. Es gibt sehr, sehr viele, gerade eben in der Kulturbranche, denen es richtig schlecht geht und deswegen sammeln wir
mit diesem Konzert am 7. Dezember, was live im Internet gestreamt wird, eben für die Freischaffenden. Das ist manchmal so eine zweischneidige Geschichte mit der Digitalisierung. Auf der einen Seite heißt es, ja, erfindet doch mal neue Formate, das schmeißt euch ran an das junge Publikum. Auf der anderen Seite denke ich immer, ja gut, ich sehe die Kunst, aber ich spüre sie nicht. Also das ist jetzt sehr böse zugespitzt, kann man das? Kann man Formate so neu entwickeln, dass sie diesen Brücke irgendwie oder diesen Graben schließen können? Ich finde es immer schön, wenn man Medien zum Einsatz bringt, dass man tatsächlich dann auch einen Zusatzgewinn dadurch hat. Also wenn ich eine Operninszenierung im Video sehe, dass ich halt nicht genau das Gleiche sehe, was ich sonst in Reihe 15 sehen würde, sondern dass ich vielleicht ein Detail erkennen kann, ein kleines Requisit oder vielleicht eine kleine Träne auf der Wange einer Sängerin, die ich sonst vielleicht nicht erkannt hätte. Also wenn ich durch den Einsatz von Medien mehr bekomme oder anderes bekomme, dann bin ich da sehr dafür. Aber aufwendig dann. Das ist sehr aufwendig, ja. Ja, und auch, also das erlebe ich auch manchmal, dass mancher von uns sich gar nicht Gedanken macht, dass das ja wirklich eine eigene Kunstform ist, Filmen von Operninszenierungen zum Beispiel. Also das ist keineswegs so, wie dass wir unsere Arbeit ganz normal machen würden und die anderen drücken bloß auf einen Knopf. Also, zeichnen uns einmal auf. Ja, genau. Ja, klar. Das ist das, was im Moment natürlich oft so das Missverständnis ist. Ja. Stellt eine Kamera hin und dann geht das doch schon irgendwie. Ja. Also ich glaube, so einfach ist es eben nicht. Ja. Der Output muss ja auch gegeben sein, wenn ich mir vorstelle, am Ende des Tages würde ich dann doch vielleicht bei manchen Sachen einfach lieber im Opernhaus zu sitzen, weil so gut können meine Lautsprecher zu Hause gar nicht sein, dass man genau dieses Gefühl bekommt. Aber ich denke, das zeigt die Zeit allgemein, dass für bestimmte Möglichkeiten es neue Wege gibt. Aber am Ende des Tages sehen wir uns doch irgendwie wieder, wohin zu gehen. Hoffe ich. Mit Sicherheit. Und das ist ja auch, man trifft ja auch andere. Also es geht ja nicht nur darum, dass man, dass man Kunst erlebt, sondern man erlebt sie in einer Gesellschaft. Ja, also gemeinsam. Das ist ja schon nochmal was anderes, oder? Man hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, als die Semperoper in Dresden nach der deutschen Einheit renoviert wurde, hätte man in den Logen, die also für die wichtigen Staatsgäste auch verwendet wurden, lauter Mikrofone gefunden von der Stasi. Und einerseits ist das natürlich ganz gruselig, dass also auch ein Opernhaus verwanzt ist, aber andererseits muss ich sagen, hat es mich auch beeindruckt. Also offensichtlich hat man da halt Politik gemacht in den Pausen. Und man hat sich dafür interessiert. Es war nicht unwichtig, dass man eine Opernaufführung eben auch zum gesellschaftlichen Diskurs verwendet hat. Also ja, einerseits gruselig, aber andererseits, also lieber wichtig sein als, als unwichtig. Also, das Opernhaus als Austausch von Informationen, ja klar, ja, stimmt. Naja, im Foyer macht man ja auch nichts anderes, oder? Ja. Also man trifft sich, man redet, es ist ja auch ein Diskurs, der da stattfindet, nicht nur über die Kunst, aber auch über die Kunst. Das ist halt das, was im Wohnzimmer dann wahrscheinlich nicht so ist, ja. Ja, am Ende sehen wir ja doch wieder häufig die gleichen Leute. Und wir haben ein großes Glück hier in Baden-Württemberg aus meiner Sicht, dass eine ganze Reihe von Politikerinnen und Politikern sehr kunstinteressiert und auch also erfahren ist. Nicht? Also angefangen von unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der oft zu uns kommt, der sogar mal in einer Woche, wo er eigentlich Urlaub hatte, beschlossen hat, jetzt geht er mal viermal in die Oper. Weil er das einfach, also er hatte Zeit, all das zu sehen und zu hören. Und auch wenn er bei uns ist, dann sagt er, ja, das ist jetzt meinetwegen die 20. verschiedene Zauberflöten-Inszenierung, die ich schon gesehen habe in meinem Leben. Und er kann es sehr kenntnisreich vergleichen. Das ist schon schön, also wenn wir von Menschen regiert werden, die halt nicht aus Pflicht zu uns kommen, sondern weil es ihnen offensichtlich wirklich Spaß macht. Also das sagen Sie jetzt aber nicht nur, weil Sie eine Einrichtung des Landes sind. Nee, ich war auch schon in anderen Ländern und Bundesländern, da habe ich das nicht gesagt. Ja. Aber an der Stelle natürlich auch, wer sind denn sonst politische Vertreterinnen und Vertreter, die man häufig hier sieht? Oh ja, ein bisschen. Die gleichen Gesichter. Genau, komm, wir machen ein bisschen Gossip, muss sein. Also der Bundestagsabgeordnete Kaufmann mit seinem Ehemann ist auch häufig bei uns zu Gast. Kretschmann habe ich bereits genannt. Ansonsten gibt es einige
Personen so des öffentlichen Lebens, die aber, glaube ich, lieber gar nicht so in Erscheinung treten. Also die kommen dann ganz spät und gehen ganz früh. Also die kommen wirklich wegen der Aufführung. Die kommen nicht, weil sie gesehen werden wollen, sondern die kommen, ja, weil es ihnen ein Anliegen ist. Unterschiedlich das Publikum von Oper, Konzert und Ballett, was auch sehr schön ist. Inwiefern unterschiedlich? Interessant. Also Frau Piech zum Beispiel kommt sehr gerne ins Ballett. Mhm. Um ein Beispiel zu nehmen, nicht? Mhm. Also sie ist, glaube ich, nicht so eine Konzertgängerin, aber Ballett, großer Fan. Doch, es ist schon ein Zentrum hier, glaube ich, so das Gebäude. Deswegen haben wir ja auch entschieden, dass wir gerne hierher kommen, um mit ihm zu plaudern. Ja. Wer sind eigentlich wir? Wir müssen noch mal ganz kurz erzählen unseren Hörerinnen und Hörern, was das eigentlich ist, sprich Stuttgart. Mhm. Und das will ich gerne ganz kurz nur tun. Mhm. Es ist jetzt die mittlerweile 9. Folge, also die treuen Hörerinnen und Hörer wissen das eigentlich schon. Also sprich Stuttgart ist ein Podcast, den wir am der Hochschule der Medien ersonnen haben, am Institut für Moderation, weil wir dort Moderatorinnen und Moderatoren ausbilden, unter anderem Theresa Olkus, die dieses Programm mit Erfolg absolviert hat. Und wir gesagt haben, wir brauchen eine Plattform, wo die Absolventinnen und Absolventen mal in einem langen Format das ein bisschen einüben, wobei ich glaube, man kann sagen, üben tun wir hier überhaupt nichts mehr, sondern es macht einfach tierischen Spaß, immer wieder Gäste zu haben. Das also ist das Institut für Moderation, das das Ganze ein bisschen sich ausgedacht hat. Und die Theresa moderiert nicht nur jetzt hier den Podcast, sondern sie ist hauptberuflich beim Verband Deutscher Prädikatsweingüter in Mainz und ist dort die Kommunikationsmanagerin. Oh. Ganz genau, so ist das. Ja, und über den Wein sind wir auch weiter in Verbindung geblieben. Ganz genau, das bei stimmt. Bei verschiedenen Weinproben, aber eigentlich kennen wir uns ja aus dem Institut für Moderation. Das klingt, ne? Ja. Oh Gott. Aber so war es tatsächlich, ja. Genau. Ja, Stefan Ferdinand, den ich an der Stelle natürlich auch vorstellen möchte, Professor an der Hochschule der Medien. Erfinder dieses Podcasts und er ist selbst Stuttgarter, ihm liegt Stuttgart am Herzen und deswegen sitzen wir heute hier und treffen ja unterschiedlichste Leute aus den unterschiedlichsten Branchen, heute eben an der Oper in Stuttgart. Cornelius Meister, und der beantwortet wie alle Gäste in unserem Podcast den Fragebogen. Sprich Stuttgart, Fragebogen. Ja, Herr Meister, wie und wann, können Sie sich erinnern, haben Sie Stuttgart das erste Mal so richtig erlebt? Bewusst erlebt, genau. Ja. Tatsächlich als Kind. Also wie vorhin schon erwähnt, Tante und Onkel wohnen in Möhringen und keine Ahnung, wie alt ich war, 3, 4, 5 Jahre alt. Mhm. Und wie ist es heute im Vergleich, wenn Sie das vergleichen als Kind, als Erwachsener? Sieht man die Stadt sicherlich nochmal mit anderen Augen, oder? Ja, also ich muss sagen, der Autoverkehr ist mir damals als Kind nicht so aufgefallen, muss ich gestehen. Das stört mich sehr massiv im Augenblick. Nicht, dass ich da eine Patentlösung hätte, aber das ist schon bemerkenswert. Da hätten wir tatsächlich eine Frage, die später schon was nervt in Stuttgart, auch schon fast mit beantwortet. Ja, ja. Aber im Positiven, was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben? Ich fahre sehr gern Fahrrad und ich liebe das, dass es hier so bergig ist. Also was andere vielleicht daran stört oder abhält vom Fahrradfahren. Ich habe kein E-Bike, sondern trete selber. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Nein, das ist ganz großartig. Also natürlich wohne auch ich höher als das Opernhaus, wie ja fast alle wahrscheinlich, weil wir ja in der Oper unten im Tal sozusagen sind. Das heißt, ich rolle morgens runter, komme ganz frisch hier ins Haus und abends dusche ich dann halt, wenn ich zu Hause bin. Aber das ist etwas, was ich sehr mag. Das und auch dieser grüne Ring drumherum, die Wälder, in denen ich sehr gerne unterwegs bin. Weinsteige hoch und runter, ihr täglich Brot sozusagen. Ja, ja. Aber wo ist Stuttgart? Man hat ja dann sehr schöne Ausblicke, wenn man da mit dem Fahrrad unterwegs ist. Wo ist Stuttgart am schönsten für Sie? Also am schönsten, da gibt es sicherlich ganz viele Orte. Eigentlich mag ich es sogar auch besonders, dass es so unterschiedlich ist. Es gibt ja diesen Radweg um Stuttgart herum, ich glaube 80 Kilometer sind das insgesamt. Ich habe das mal gemacht und habe festgestellt, tatsächlich je nachdem von welcher Richtung aus man
auf Stuttgart schaut, ist es ganz verschieden. Und auch drumherum, also im Schloss Solitude, ist es natürlich ganz anders als dann vielleicht eher am Neckar. Wieder Richtung Fernsehturm ist es auch ganz anders. Also das ist vielleicht das große Plus von Stuttgart, dass es eben nicht nur einen Blickwinkel auf Stuttgart gibt. Mhm. Gibt es auch Ecken, an denen Stuttgart zum Davonlaufen ist? Ach, zum Davonlaufen vielleicht nicht, aber ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, dass ich mich mit meinem Fahrrad getraut habe, überhaupt erstmal, also dann da halt so überall lang zu fahren. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen abgestuft, aber ich muss gestehen, so ganz wohl ist mir eigentlich nicht dabei, wenn man so als Teil dieser Autoblechlawine dann da auch noch auf meinen zwei Rädern da rumkurve. An den Verkehr, ja, muss man sich gewöhnen. Gibt es irgendwas, wo haben Sie direkt vor Stuttgart gewohnt? In Heidelberg. In Heidelberg. Ich war 8 Jahre beim Wiener Radiosymphonieorchester, aber in der Zeit haben meine Familie und ich trotzdem immer in Heidelberg gewohnt. Unsere Kinder waren dann teilweise schon in der Schule und wir wollten auch, und glaube ich, das war auch die richtige Entscheidung, den Kindern jetzt nicht einen zu häufigen Wechsel zumuten. Das heißt, ich bin von Heidelberg nach Wien gereist, manchmal auch mit dem Zug, das geht ganz gut, wenn ich Zeit hatte, häufig natürlich auch geflogen. Und Heidelberg ist natürlich viel kleiner als Stuttgart. Mhm. Ja, Stuttgart ein bisschen größer. Gibt es trotzdem was, was Ihnen fehlt im Vergleich zu den Städten, in denen Sie vielleicht vorher gewohnt haben, gelebt haben? Ach, fehlen würde ich eigentlich nicht sagen. Es ist eher so, jede Stadt hat ihren ganz eigenen Charakter. Angefangen habe ich als Assistent des dortigen Generalmusikdirektors in Erfurt. Und wunderbar, ich hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung, sehr klein, aber auf 2 Etagen mit einer Wendeltreppe. Werde ich nie vergessen, war eine der schönsten Wohnungen, die ich je hatte. Und so weiter und so fort. Also jede Stadt hat, in jeder Stadt habe ich etwas gefunden, was sie sehr lebenswert für mich gemacht hat. Und was später vielleicht auch ein Stückchen fehlt. Aber man findet ja neue Sachen, ja. Ja. Mit wem würden Sie denn in Stuttgart mal gerne ins Gespräch kommen? Sie sind ja eine Person des öffentlichen Lebens, kommen wir gleich noch drauf. Aber mit wem würden Sie gerne mal sprechen hier? Das nehmen wir auch mal so ein bisschen als Input für unseren Podcast. Ich würde unglaublich gern mal, aber das wird nie leider passieren, aber man, träumen darf man ja, würde unglaublich gern mal bei einem Training der VfB-Fußballer mitmachen. Und zwar nicht gegen den Ball treten, das wäre furchtbar, aber halt vielleicht bei irgendeinem Konditionstraining oder einem Krafttraining, einfach um auch ein Gespür dafür zu bekommen, die werden ja bestimmt sehr hart arbeiten. Und wir hier arbeiten manchmal auch relativ hart. Und es würde mich interessieren, fühlt sich das unterschiedlich an? Manchmal bin ich körperlich ja auch komplett fertig, wenn ich gearbeitet habe. Wie fühlen die sich? Das würde mich sehr interessieren. Mhm. Also gut, dann fragen wir beim VfB mal nach. Es gibt ja öffentliche Trainings. Bitte! Es gibt ja öffentliche Trainings, die gibt es, soweit ich weiß. Okay. Aber die sind natürlich auch sehr begehrt und dann gehen dann sehr früh natürlich auch viele Kinder hin. Es müsste Kinder was sein, hin, wo die kein Showtraining machen, sondern so richtig, also richtig ins Eingemachte und vielleicht auch mal irgendwie, weiß nicht, am Freitagabend Krisenbesprechung. Also läuft ja gut, aber es kann ja auch mal vielleicht nicht so gut laufen und man hat also hier Spiele dann verloren. Schon ein bisschen mehr Mäuschen spielen, gucken, wie der Trainer es macht. Ja, und die dürfen auch gern bei uns bei der Probe zuhören. Also sehr gerne. Das wäre doch mal ein netter Austausch. Das ist gut. Ja, gut. Mhm. Ja, ist notiert, ist sofort. Danke. Wir gucken mal, was wir da hinkriegen, wenn wir was hinkriegen. Aber ich glaube schon. Gut. Wir haben gesprochen über Stuttgart so als Fahrradstadt noch nicht so richtig geeignet. Mhm. Gibt es denn Dinge für Sie, die von Stuttgart aus in die Welt strahlen? Der Fernsehturm strahlt sehr weit. Ich bin diesen Sommer den Neckar auch mit dem Fahrrad gefahren, von der Mündung bis, also von der Quelle bis zur Mündung in den Rhein. Genau. Und sind wir wieder an Heidelberg vorbeigekommen. Genau. Aber man sieht, von Süden kommt den Stuttgarter Fernsehturm unglaublich früh schon. Also es war so früh, dass wir gedacht haben, das kann eigentlich gar nicht sein. Aber es muss so gewesen sein. Einen anderen Turm gibt es ja nicht in der Richtung. Der Fernsehturm strahlt sehr weit. Und die
Care-Woche ist Ihnen ja sicherlich seit 2 Jahren jetzt auch schon ein Begriff, weiß nicht, ja, wie häufig der Dienst auf Sie zukommt. Jeden Samstag. jeden Samstag, wenn gerade keine Aufführung ist. Ja, die Care-Woche, was ist das für Sie? Ist ja auch so ein Stück Stuttgarter, das ist was in die Welt strahlt, habe ich immer das Gefühl. Ja, das überall, stimmt, wo man hinkommt, genau. Die Care-Woche ist den Leuten ein Begriff. Also es gibt einige, die mich schon lange kennen, die den Eindruck haben, ich sei ordentlicher geworden, seitdem ich hier in Stuttgart lebe. Wie was sich ich durchaus das als, ja, was ich als Kompliment nehme. Und ich habe unbeabsichtigt einen guten Einstand gehabt bei unseren Nachbarn, weil ich tatsächlich unsere Mülltonne mal, als wir eingezogen sind, auch geputzt habe, sogar auch von innen, weil die so gestunken hat. Und das hat man anscheinend gesehen. Seitdem haben wir ein Eindruck. Sehr gutes Verhältnis zu allen Nachbarn. Das verschafft den Leuten hier Eindruck, ja. Fleißigkeit, ne? Was beinhaltet einen perfekten Abend für Sie in Stuttgart? Im Moment sind wir jetzt ein bisschen eingeschränkt, aber angenommen, das wäre nicht so. Wie würde der perfekte Abend in Stuttgart für Sie aussehen? Der perfekte Abend in Stuttgart? Naja, also ein lauer Sommerabend wäre das sicherlich. Wir würden vielleicht irgendwo im Schlossgarten sitzen oder auch vielleicht irgendwo im Westen, da gibt es ja auch sehr schöne Restaurants, wo man draußen sitzen kann. Also gerne irgendwo draußen und auch irgendwo, wo es vielleicht nicht so laut ist. Und davor ein Besuch in der Oper, im Theater und dann? Ja, also wenn ich jetzt sozusagen privat irgendwas machen möchte, dann würde ich vielleicht eher nicht in die Oper gehen, denn hier wartet meistens ausreichen. Arbeit, aber schöne Arbeit natürlich. Nein, ich bin ja jeden Tag sowieso hier. Mit meiner Frau, ach, was würden wir machen? Also tagsüber würden wir vielleicht auch mal irgendwie in die Mineralbäder gehen oder so. Auch eine sehr schöne Gelegenheit. Und würden Sie jetzt Freunden schon mal einen Tipp geben können, was man in Stuttgart unbedingt gemacht haben muss, wenn man hier zu Gast ist? Ach, das kommt ein bisschen drauf an, was die so, also welche Richtung die so gehen, nicht? Also viele Freunde von uns, wenn sie hier sind zu Besuch, gehen natürlich ins Daimler-Museum, Mercedes-Museum, weil man irgendwie für alle Altersklassen dort was bekommt. Andere wiederum besuchen auch sehr gern die Museen. Es gibt ja wirklich herausragende Museen, ganz unterschiedlicher Richtung. Wiederum andere sagen, nein, ich gehe einfach wirklich gerne mal Richtung Natur. Ich erinnere mich gut, als ich mit meiner Familie, wir waren gerade hier und wir waren auf der Suche nach einer Wohnung und man weiß ja, das dauert dann ein bisschen lang wahrscheinlich und unsere Kinder haben sich sehr schnell hier gelebt, aber das wussten wir ja damals noch nicht. Das heißt, also meine Frau und ich dachten, naja, es ist schon auch wichtig, dass die irgendwie hier jetzt Lust kriegen auf Stuttgart. Wir sind also auf den Fernsehturm gefahren oben und haben dort auch versucht, also irgendwie eine heiße Schokolade zu bekommen. Und dann dachte ich, naja, ich mache es jetzt ganz professionell und bestelle ein Kaba. So. Aber der verstand mich gar nicht. Oh. Aber ja, also das ist auch ein schöner Ausflug natürlich dort oben hin. Und wenn Sie eine Sache benennen dürften, die Stuttgart, es klang ja jetzt alles sehr positiv, für Sie noch lebenswerter machen würde, dann wäre das? Naja, also es ist kein Luftkurort hier, nicht? Muss man so sagen. Und insgesamt hoffe ich, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Lebensqualität, die sicherlich auch viele Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten und überlegen, ob sie halt hierher ziehen, sicherlich ist das ja großartig, wenn man bei einem Weltunternehmen, ob es nun Daimler, Porsche, Bosch, wo auch immer ist, arbeiten kann oder auch bei einem der mittelständischen Unternehmen der Region, die ja wirklich auch einfach Weltgeltung, teilweise Weltmeister sind, aber dass man eben sozusagen diese weichen Faktoren, sogenannten weichen Faktoren, dass man die eben nicht außer Acht lässt. Und da habe ich den Eindruck, ist bei aller Leistungsbereitschaft, die ja auch toll ist, und Zielstrebigkeit hier in der Stadt, sollte man das nicht aus dem Blick lassen, dass eben diese Lebensqualität doch auch sehr wichtig ist. Kommen wir mal zur Musik. Ja. Und dem Musik erleben. Ich will das mal so formulieren. Also gar nicht so akademisch, Sie haben das studiert, nein. Sondern wie
wie haben Sie für sich Musik entdeckt? Unterm Flügel liegend. Also im wörtlichen Sinne? Ja, ganz genau. Also meine Mutter hat, als ich klein war, obwohl sie eine Musikschule in Hannover Lehrerin war, viel zu Hause unterrichtet, damit ich eben, damit sie bei mir sein konnte. Mein Vater an der Musikhochschule hat auch häufig seine Studenten zu Hause unterrichtet, nicht ganz so häufig wie meine Mutter. Und da lag ich einfach ganz oft unter dem Flügel und habe alles Mögliche mitbekommen. Habe manchmal auch gestört, indem ich vielleicht ein Pedal festgehalten habe von unten. Ja. Aber weil der Klang von unten doch nochmal ein ganz anderer war? Oder was hat Sie so fasziniert, unter dem Flügel zu liegen? Ich weiß nicht. Irgendwie war ich nah dran bei meiner Mutter, habe dann ja ihre Füße direkt vor mir gehabt. Und ich glaube, ich habe da nicht immer die ganze Zeit zugehört. Wahrscheinlich habe ich auch manchmal irgendein Lego Duplo bei mir gehabt oder vielleicht ein Bilderbuch angeschaut, keine Ahnung. Aber so dieses Klavier, dieser Flügel, das war halt immer ein ganz normales Möbelstück. Mhm. Wie auch jetzt einer unserer Söhne, als er klein war, mal gesagt hat über einen Sänger. Und wir haben uns gefragt, ob der eigentlich auch Klavier spielen kann. Und dann sagt unser Sohn ganz überrascht, ja, aber der hat doch Hände, da muss der doch Klavier spielen. denn er kannte niemanden, der Hände hatte, der nicht Klavier spielen konnte in seinem Umfeld. Also tatsächlich, wo Sie das so beschreiben, wir haben da eine Parallele, ich wage mich nicht zu vergleichen, Herr Meister, aber trotzdem, meine Mutter war auch Klavierlehrerin. Ach so, und ja, hat dann am Konservatorium Heidelberg studiert und hat das dort gelernt. Ach. Und ich lag auch unterm Flügel. Ach. Und irgendwann... In Heidelberg? Das war nicht in Heidelberg, ja, da haben wir dann schon in Bonn gewohnt. Ja. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht in allen Familien so ist. Ich habe tatsächlich lange gedacht, das muss doch überall so sein, dass man zu Hause ein Instrument hat, ein Klavier oder ein Flügel. Ja. Ein Flügel, das ist ja schon sehr privilegiert, muss man ja mal sagen. Ja, ja. Bis ich dann gemerkt habe, es ist nicht so. Also es wird nicht in allen Familien gesungen, Musik gemacht. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass man da irgendwie, oder was Ihr Sohn da an Reaktion gezeigt hat, das verstehe ich absolut. Ja. Man denkt, wenn das ist doch normal, das gehört doch eigentlich dazu. Ja. Ist natürlich nicht immer so, leider. Ja gut. Wann wurde dann aus diesem kindlichen Erleben ein Berufswunsch? Wissen Sie das noch? Also das ist natürlich, dann stellt man, jetzt können wir sozusagen eben auf gleicher Augenhöhe können wir das mal diskutieren, weil irgendwann war das für mich auch die Frage, mache ich es jetzt beruflich oder nicht? Ja, aber das war bei Ihnen wahrscheinlich relativ früh klar, oder? Also ich habe halt immer sehr gerne mit anderen Musik auch gemacht und hatte das große Glück, dass meine Eltern nicht zu den Musikern gehörten, die irgendwie eine Wertigkeit zwischen den Solisten und den Kammermusikern gemacht haben, sondern im Gegenteil, Musik war immer eine ganzheitliche Ausbildung, die ganz viele Facetten umfasst hat. Und ein Musiker, der nicht in der Lage ist, prima vista, also vom Blatt zu spielen, unbekannte Werke, deren Noten er vorher nicht kennt, einfach, wenn er die Noten zum ersten Mal sieht, zu spielen, war bei uns zu Hause sozusagen nur ein halber Musiker. Also Musik war dazu da, dass man das auch manchmal vielleicht viele Monate lang hart an einem Stück gearbeitet hat, es nahezu zu Perfektion gebracht hat, aber eben auch immer voller Freude mit anderen zu musizieren. Und ich habe mit so unglaublich vielen Menschen Musik gemacht als Kind und überhaupt gar nicht gefragt, ob die älter oder jünger oder vielleicht schon weiter oder weniger weit auf dem Instrument waren als ich. Und dieses Gefühl war dann irgendwann mal, irgendwann kam halt der Moment, wo ich mich dann doch auch entscheiden musste, ob ich das studieren möchte. Und mein älterer Bruder Rudolf, der inzwischen Präsident der Musikhochschule Mannheim ist, die früher ja die Musikhochschule Heidelberg-Mannheim war, leider der Heidelberger Zweig. Und er hat es so gemacht, wie ich es dann später auch gemacht habe, nämlich dass er nach der 10. Klasse das Gymnasium verlassen hat und tatsächlich mit dem Klavierstudium angefangen hat, was schon eine große Entscheidung ist. Ja. Aber er war 15, weil er im November Geburtstag hat, ich war 16. Aber ich muss sagen, war eine richtige Entscheidung. Also Wunderkind ist ja immer so ein großes, großes, großes Wort, aber verglichen zu mir, ich habe angefangen, Klavier zu spielen in
ich glaube, der zweiten Klasse. Mein erstes Heft hieß Übung macht den Meister, musste ich jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Das hatten Sie wahrscheinlich mit drei. Aber wann haben Sie denn festgestellt, dass Sie da auch eine besondere Gabe haben? Also in der Familie ist es wahrscheinlich gang und gäbe gewesen, aber haben Sie irgendwann gemerkt, okay, mir fällt das vielleicht ein bisschen leichter als Freundinnen und Freunden von mir? Yeah. Also bei uns war das halt nichts Besonderes, Klavier spielen zu können. Und es gab in meiner Familie immer ganz viele Menschen, die das noch viel toller konnten als ich. Deswegen habe ich mich nie gefühlt als jemand, der das irgendwie am besten konnte. Und dass es vorkam, dass meinetwegen auch in der Schule oder so ich aufgefordert wurde, mich nochmal ans Klavier zu setzen im Musikunterricht, um vielleicht mal was zu spielen, das war für mich irgendwie normal. Ich erinnere mich, da war vielleicht in der, weiß nicht, zweiten, dritten, vierten Klasse in der Grundschule, da war ein armer Mensch, der wahrscheinlich irgendwie eine Prüfung machen musste, also ein Referendar oder ich weiß nicht. Und also wir kamen rein in den Musiksaal da und dann war an der Tafel war bereits die deutsche Nationalhymne aufgeschrieben, aber nur die Noten, nicht der Text. So. Und ich habe das halt gelesen und war auch in der Lage, eben mir die Noten vorzustellen, habe festgestellt, er hatte sich an einer Stelle halt vertan, da war halt ein Ton falsch geschrieben. Ja. So. Und ich in meiner, also das war überhaupt nicht bös gemeint, aber ich komme da halt rein und sehe, oh, da ist ein Fehler, wie man das halt so sagt. Dieser arme Mensch, die Prüfung beginnt gleich als erstes damit, dass der kleine Steppke ihm sagt, das ist falsch. So, da saßen irgendwie auch 10 Leute drin, ich weiß nicht, Prüfer oder Studenten, keine Ahnung. Vom Schulamt, ja. Ja, was auch immer. So, dann fingen die alle an zu summen da und haben versucht, irgendwie. Und also er hatte geschrieben, statt... So, kann ja passieren, kein Problem. Aber das ist so ein Beispiel, da habe ich mich überhaupt nicht irgendwie gefühlt als jemand, der was ganz toll kam, sondern einfach jemand, ja, das ist halt falsch, muss man ja sagen. Mhm. So. Moment mal. Ja, jetzt haben wir ganz viel über das Klavierspielen gesprochen. Ja. Es gibt aber noch mehrere Instrumente, die Sie spielen. Ja. Wollen Sie das Repertoire mal aufzählen? Ja, also als ich 4 Jahre alt war, habe ich mit dem Cello angefangen, was tatsächlich mein zweites Instrument ist. Denn also wann ich mit Klavier angefangen habe, das haben wir nie so ganz rausgekriegt, weil das halt eben immer so dazugehörte. Mhm. Ja, so. Also als ich 4 war, kam dann ein weiteres Instrument dazu, Cello. Ich glaube, ich hatte ein 32. Cello. Also ein ganzes Cello oder eine ganze Geige ist ja das, was ein Erwachsener spielt. Und wenn man noch ein bisschen kürzer an Körpergröße ist, spielt man ein halbes Instrument oder ein Viertel. Und ich glaube, es war ein 32. Cello. Gibt's das? Also wusste ich nicht. Ich, also irgendwie ja. Also der Geigenbauer, bei dem wir das ausgeliehen haben, der sagte immer, naja, das ist eine bessere Bratsche. So, also war halt ein bisschen größer. Von oben runter. Ja, genau. Ja, und dann habe ich immerhin 10 Jahre Unterricht gehabt und habe dann, als ich 16 war, während des Klavierstudiums, wo man ja ein Nebenfachinstrument belegen muss und jeder andere wahrscheinlich Cello genommen hätte, habe ich dann Horn angefangen, richtig neu angefangen, weil ich mir überlegt habe, vielleicht ist es die letzte Chance im Leben, dass ich, also habe ich damals als 16-Jähriger überlegt, dass ich mal noch ein neues Instrument richtig von Grund auf lerne. Und dann habe ich 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang Unterricht genommen und habe dann aber die Abschlussprüfung auf dem Cello gemacht. Habe dann einen Monat vor der Abschlussprüfung nochmal sehr viel Cello geübt und war natürlich nach 10 Jahren Cello-Unterricht trotzdem weitergekommen als auf dem Horn. Mhm. Und dann bekam ich, als ich die Prüfung auf dem Cello gemacht hatte, danach von der Kommission die sehr schöne Ansage, also wir waren beeindruckt, wie man mit so wenig Technik doch so viel Musik machen kann. Das wollen wir belohnen, Sie bekommen eine 1. Das heißt, hat Sie ja auch in die verschiedenen Welten eingeführt, der Blasinstrumente, der Streichinstrumente, ja. neben dem Klavier, ja. was Ihnen sicherlich ja. heute zugute ja, kommt, ja. oder in Ihrem... Ja. Ja, ich wollte Horn lernen, einerseits, weil ich den Klang unglaublich mag und andererseits tatsächlich, also ich habe, als ich 17 war, mit Dirigieren, sagen wir mal, als Unterricht angefangen. Also ich hatte mich vorher schon damit irgendwie beschäftigt und habe mich gerne bewegt zur Musik und habe sehr gerne symphonische Musik auch gehört und habe rauf und runter Symphonien am Klavier gespielt. Aber als ich 17 war, habe ich das also richtig dann sozusagen seriös gelernt und da war es natürlich ein großer Vorteil, dass ich eben ein Blasinstrument, ein
Streichinstrument gelernt hatte. Auch ein bisschen Cembalo, ein bisschen Orgel und übrigens auch Synthesizer, elektronische Musik habe ich auch mal gemacht. Mhm. Ja. Und wenn Sie noch ein, genau, wenn Sie heute ganz viel Zeit hätten und noch ein Instrument lernen könnten, welches würden Sie sich aussuchen? Gibt es noch eins, was Sie reizen würde? Ja, es gibt ein paar Dinge, die ich noch wirklich vorhab. Also ich würde unglaublich gerne mal Pizzabäcker lernen und wenn ich dabei vielleicht auch noch Tuba lernen könnte oder auch das ein oder andere Schlaginstrument, was so einfach aussieht, aber was unglaublich schwer ist. Ich habe mal aushilfsweise Triangel in einem Jugendorchester früher mal nur eine Probe lang gespielt. Das ist unglaublich schwer. Ja, ich bin immer sehr neugierig. Also auch, es gibt ja ganz viele Instrumente, die ich gar nicht kenne. Also Instrumente also meinetwegen in Südamerika oder in Australien, die dort seit Jahrhunderten gespielt werden, die wir gar nicht kennen. Wie haben Sie, das ist ja jetzt das Aneignen eines Instrumentes, ist ja ein akademischer Vorgang, das kann man lernen, dann braucht man Talent, Begabung, so. Mhm. Und dann erlebt man natürlich die Musik, also man spürt die Musik. Ja. Welche Stücke, gibt es da Stücke in Ihrer Jugend, wo Sie dachten, das ist einfach, da tauche ich jetzt emotional so tief ein, das ist es, deswegen mache ich das. Gibt es das oder ist es Bach oder ist es Mozart oder ich weiß nicht. Gibt es da so Schlüsselerlebnisse, von denen Sie sagen, ja, das hat mich geprägt, das hat mich auch in meiner Entscheidung nochmal bestärkt, in diese Richtung zu gehen? Oder ist es so im Alltag drin gewesen, dass man da gar nicht mehr, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, nein. Ja, es gibt einige Stücke, an die ich mich sehr erinnere natürlich. Also meinetwegen das Grieg-Klavierkonzert, Klavierkonzert A-Moll von Edvard Grieg, das beginnt so. Ich glaube, ich war 14, als ich es zum ersten Mal mit dem Schulorchester spielen durfte. Das sind schon bleibende Eindrücke. Und ich habe mich, ja, es war ein toller Moment, als ich das dann mit Orchester aufführen durfte. Ihr Lebenslauf in Melodien. Gab es noch irgendwelche Stücke, die so wie Leitmotive waren, die immer wieder vorkamen und wo Sie bis heute zurückdenken? Naja, es gibt dann von Fritz Kreisler das Liebeslied, was so in einem gewissen Alter vielleicht auch eine Rolle spielt. Für Geige und Klavier. Und später, ja, die erste Oper oder überhaupt die erste Aufführung, die ich in Heidelberg dirigiert habe, war Tannhäuser von Richard Wagner. Das Vorspiel. Und dann, als ich gewählt war als Generalmusikdirektor, ging es mit Don Giovanni los. Ja, es gab einiges. Und es ist immer verbunden mit dem echten Leben, muss ich sagen. Das heißt, da gab es auch immer Parallelen. Ja. Dass man Ja, und auch jetzt, also wenn ich Werke ja dann zum zweiten, dritten, vierten Mal aufführe, erinnere ich mich ganz, also eigentlich immer erinnere ich mich an vorhergehende Aufführungen und zwar an die Menschen, die beteiligt waren. Also dann sehe ich manchmal, jetzt nächste Woche, na, mal schauen, ob es stattfindet, aber geplant ist, dass ich in Toulouse beim Orchestre National dort dirigiere, was dann auch audiovisuell aufgezeichnet wird, ohne Publikum, aber halt weltweit gesendet wird. Ein Heldenleben von Richard Strauss, große symphonische Dichtung mit großem Violinsolo. Da habe ich dann immer die Konzertmeister und Konzertmeisterinnen vor meinen Augen, die das zuvor schon gespielt hatten in den letzten 15 Jahren, seit ich dirigiere. Sie haben gerade schon erzählt, wie es jetzt war, das erste Mal zu dirigieren. Stimmt es, dass das erste Mal, als Sie wirklich Dirigent waren, ein Fasching war, als Kind? Ah, ja, da war, naja, also ich war verkleidet. Ja, das stimmt, ja, da hatte ich ein Frack wird es wohl nicht gewesen sein, das wäre vielleicht ein bisschen aufwendig, aber ich vermute, es war so ein Batman-Kostüm, was man vielleicht ein bisschen umgeschneidert hat. Dann irgendein weißes Hemdchen oder was. Aber ich hatte einen Taktstock aus Holz, ja, den habe ich, ja.
Gibt's den noch? Den Taktstock habe ich lange nicht gesehen. Ich habe einen anderen Taktstock geschenkt bekommen, der angeblich der letzte Taktstock von Leonard Bernstein ist. Oh. Wobei ich es für möglich halte, dass es genauso wie es so die ein oder andere Jesus-Locke zu viel gibt, vielleicht auch den ein oder anderen Bernstein-Taktstock zu viel gibt. Aber er ist tatsächlich von meinem Professor in Hannover, A.G. Owe, der eben Bernsteins Assistent war. Mhm. Und der, glaube ich, den Frack von ihm geerbt hat und wiederum mein Lehrer A.G. Owe hat mir dann zu einem, ja, beim gewissen Moment feierlich diesen Taktstock überreicht. Wenn Sie dirigieren, gibt es da einen Stil? Kann man den beschreiben? Haben Sie einen, also jetzt mal abgesehen vom Handwerklichen, einen Stil, wie Sie kommunizieren mit Ihren Musikern? Also es wäre toll, wenn die sagen würden, dass ich einen lustmachenden Stil hätte und dass es sehr spontan ist und dass es ja eben gerade nichts Vorherbestimmtes hat, sondern dass wir durchaus ja hart arbeiten, hart proben, aber dass die Aufführung halt dann eben wirklich etwas ganz anderes ist und im Prinzip also von ihrem Wesen her nichts zu tun hat mit der Probe. Das heißt, es ist schon auch eine Tagesabhängigkeit, wie man am Ende dirigiert. Ja, denn das, was ich tue, ist ja, im Idealfall ermögliche ich ja anderen, sehr gut zu musizieren. Ich bin ja der Einzige, der keinen Ton von sich gibt. Und ich glaube, wenn wir Dirigenten hilfreich sind, dann indem wir anderen ermöglichen, sie unterstützen, dass sie 120% gut sind. Und zwar so gut, dass sie die Ohren weit offen haben füreinander und es eben auch zusammengeht. Dass das also, naja, um sozusagen zurück zum Fußball zu kommen, 11 Einzelstars machen noch keine gute Mannschaft aus. Sicherlich auch eine Frage der Haltung, der Körpersprache und nicht nur der Gestik, was vielleicht viele am meisten sehen mit den Händen, sondern auch der Stand. Würden Sie sagen, da haben Sie was Markantes? Also das freut mich richtig, dass Sie das sagen, denn ich glaube, kaum einer ahnt das ja, dass das, also was wir tun, auch ein bisschen was mit den Armen zu tun hat, aber vor allem mit der Haltung. Und ich erinnere mich gut an einen Fagottist im Staatsorchester Hannover, den ich vor vielen Jahren, eigentlich bevor ich selber angefangen habe, mich auch mal irgendwo zu bewerben, neugierigerweise gefragt habe, sagen Sie mal, wenn Sie einen jungen Dirigenten, der sich vielleicht auf eine Kapellmeisterstelle bewirbt, beurteilen, und heutzutage ist es ja gute Tradition, dass tatsächlich die Orchestermitglieder ihr Votum abgeben, mit welchem Dirigenten sie arbeiten wollen. Und ich habe ihn gefragt, wonach macht er das fest? Woran macht er das fest? Und er sagt, ach, ich sehe das schon, wenn er reinkommt. Und da war ich ein bisschen erschrocken, denn ich meine, also wir alle denken doch, wir können uns irgendwie als Musiker präsentieren und hoffen doch auch auf ein faires Urteil. Und er sagt, nee, das sehe ich schon gleich, wenn er reinkommt. Und mittlerweile ahne ich, was er gemeint hat. Tatsächlich, also wenn da ein schüchternes Männlein reinkommt, was noch nicht mal sich traut, guten Morgen zu sagen, vielleicht ist das ein großartiger Dirigent, aber er wird es in der täglichen Arbeit schwerer haben, mit diesen Menschen zu kommunizieren, als jemand, der einfach lustmachend auf Menschen zugehen kann, ohne sich anzubiedern, aber der einfach, ja, dem es auch und in erster Linie immer um die Musik geht, aber nicht nur, sondern auch um die Musizierenden. Also es beginnt nicht erst mit dem Tritt aufs Parkett oder auf das Podest, nein, sondern schon weit vorher. Was ich mir ja immer ganz eigenartig vorstelle, dass man ja während eines Stückes, während einer Aufführung eigentlich dem Publikum, denen, die, sagen wir jetzt mal, eitel das Wichtigste sind, die Zuhörer, eigentlich den Rücken zukehrt. Ja. Ist das was, an was Sie sich gewöhnen mussten? Ist es heute noch gewöhnungsbedürftig für Sie? Das war ja tatsächlich nicht immer so. Also zu Zeiten, als es noch Könige gab, die diejenigen waren, die diese Aufführung veranlasst haben und alle anderen im Publikum waren sozusagen Gäste des Königs.
da war das nicht üblich, dass der Dirigent dem König den Rücken zugewendet hätte. Da hat man also als Dirigent dem Orchester den Rücken zugewendet. Und tatsächlich, also ist es ja auch nicht überraschend, dass also noch zu Lullys Zeiten, Barockzeit, man eben nicht einen Taktstöcklein hatte, sondern einen riesigen Stock, den man auf den Boden gerammt hat. Und im Falle von Lully ja bekanntermaßen leider so unglücklich, dass er damit den eigenen Fuß getroffen hat und dann an einer Blutvergiftung gestorben ist. Also, gut, dass wir heute andere Zeiten haben. Ja. Oh, ich habe es auch schon, nee, ich habe es nicht selber erlebt, aber man hat es mir glaubhaft erzählt, dass ich mal einen Dirigent richtig durch die Hand irgendwie gebohrt hätte. Also es, man kann sich Güte auch jetzt verletzen oder durch den Finger. Also, naja, jetzt wird es gerade nicht grausam. Taktstock. Entschuldigung. Aber man hat ja seine Helferlein, oder? Man hat Spiegel, über die man das Publikum, also so gewisse Reaktionen gewinnt man dann schon ab. Ich glaube auch, dass ich Stille hören kann. Also ich glaube, dass ich irgendwie gelernt habe, anhand der Stille im Publikum zu spüren, ist das jetzt gerade eine gespannte Stille oder ist es eine gelangweilte Stille? Ja, also die Kommunikation mit dem Publikum ist sehr wichtig und es ist schön, dass wir die Möglichkeit haben, eben nicht nur über die Augen zu kommunizieren, sondern auch, wenn wir uns den Rücken zuwenden. Weil das Ohr, gut, sage ich als Ohrenmensch, vielleicht noch wichtiger ist manchmal als das Auge. Aber dennoch sind ja wahrscheinlich diese Stille und auch Pausen wichtige, wichtige Dinge für Sie, die es ja auch braucht. Gewisse Stilmittel vielleicht auch. Würden Sie sagen, Sie sind jemand, der gerne mit sowas spielt? Ja, zwischen den Sätzen einer Symphonie zum Beispiel. Ich werde mich wahrscheinlich nie dran gewöhnen, dass manche dann den Eindruck vermitteln, ja, jetzt haben wir den ersten Satz fertig musiziert, dann warten wir vielleicht noch 3 Sekunden und dann ist vollkommen wurscht, was passiert. Also wir machen Geräusche, wir sind privat auf der Bühne, wie wir das nennen, wenn man irgendwie was auch immer in sich zusammenfällt und dann baut man sich wieder auf und dann ist vielleicht wieder 3 Sekunden Spannung und dann kommt der zweite Satz. Das widerspricht mir vollkommen. Für mich ist das eine Aufführung von dem Moment an, wenn man das Podium betritt, spätestens dann. Und ab dann möchte ich dem Publikum einen einheitlichen Abend, der einen Bogen hat, verschaffen. Nicht? Also ein Publikum soll idealerweise Jahre später noch sich an diesen Abend erinnern. Es gibt doch in der Antike diese 3 Säulen, das ist einmal Docere, also sozusagen, dass man dann etwas, jemanden bildet, nicht? Dann gibt es Delektare, man soll erfreuen, aber auch Movere, nicht? Bewegen. Also man muss nicht nur Operette und Komödie, man kann auch tiefste Tragödie, die einen vielleicht vollkommen ratlos zurücklässt, erleben. Aber es muss etwas passieren, also es darf nicht belanglos sein. Das hat ja dann auch wieder mit Haltung zu tun. Ich finde das ganz schön, der Eric Gauthier, Grüße an ihn, unser erster Gast in Podcast Sprich Stuttgart, hat das nämlich so schön formuliert von seinem Team auf der Bühne. Das bedeutet für ihn, dass diese Bühne in dem Moment durchaus etwas Heiliges hat. Ich erkläre das Heilige. Ja. Er meinte das deshalb, weil wir auch auf der Bühne den Podcast aufgezeichnet haben und aber durch Corona die ganzen Vorhänge weg waren und wir große Fenster hatten im Theaterhaus, die diese Bühne auch so ein bisschen angestrahlt haben. Es sah ein bisschen aus wie in einem Kirchenschiff und so kam er auf diese Vokabel, hat das aber durchaus sehr glaubwürdig dann auch formuliert. Das im Prinzip, und das ist ja jetzt analog bei Ihnen, das Orchester und Sie. Also man kann da nicht zwischendurch mal auf die Uhr gucken und sagen, so, wann ist das hier vorbei, sondern es hat schon mit der inneren Haltung zu tun, und zwar vom Anfang bis zum Ende. Ja, und ich glaube, wenn ich dran denken würde, mal auf die Uhr zu schauen, dann wäre auch schon was faul. Ja, also Sie haben mich auf jeden Fall gerade in diesem Jahr, in dem man sehr wenig ins Theater oder in ein Konzert gehen konnte, bildlich total abgeholt. Ich stelle mir gerade vor, wie da ein Orchester sitzt, wie Sie dirigieren. Haben Sie bestimmte Rituale vor oder auch nach so einer Aufführung? Ich bemühe mich, dass ich am Nachmittag ein bisschen schlafen kann vor einer Aufführung. Und zwar richtig in meinem Bett oder wenn ich unterwegs bin in einem Hotelbett. Also das ist dann nicht ein Nickerchen auf irgendeiner Couch, sondern wirklich sozusagen ein Schlaf. Und dann beginnt für mich ein neuer Tag, halt dann um
17 Uhr zum Beispiel. Und dann beginne ich diesen neuen Tag, wie ich den Tag zuvor, 16 Stunden vorher oder 12 Stunden vorher schon mal begonnen habe. Und dann bemühe ich mich, dass tatsächlich auch mein ganzer Fokus allein auf dieser Aufführung liegt. So als Generalmusikdirektor habe ich ja sehr viel an Organisationen, auch an Sitzungen, an Gedanken für die Zukunft, die mich begleiten. Und die sind extrem wichtig für mich vor diesem Nachmittagsschlaf. Also ich könnte, glaube ich, nicht so gut hier agieren, wenn ich immer den gesamten Tag der Aufführung nicht ansprechbar wäre fürs Haus. Ich glaube, da wäre das Haus ziemlich verloren. Oder vielleicht sogar die Woche vor einer Premiere, wenn ich an nichts anderes denken könnte. Das könnte ich mir, glaube ich, nicht leisten, zum Wohle des Hauses. Aber dann eben die Stunden vor der Aufführung, ab diesem Schläfchen, da bemühe ich mich tatsächlich dann ausschließlich, mich um Don Carlos von Verdi oder um die Bruckner Symphonie zu kümmern. Und jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, gehen Sie die Partitur dann nochmal durch? Ja, oder ja immer macht's? Wieder. Ja. Nee, nur unter das Kopfkissen legen. Nee, naja, aber ich meine, so ein Profi hat das doch alles intus. Denkt man so, ja, aber das machen Sie nicht. Sie gucken das tatsächlich nochmal an oder also so oft ich kann. Ich bin ein großer Freund von sogenannten Taschenpartituren. Also das sind diese kleinen Partituren, die halt so klein gedruckt sind, dass man sie schlecht lesen kann auf die Entfernung. Aber ich kann sie überall hin mitnehmen. Und das tue ich auch. Also auch bei Werken, die ich, es gibt ja einige Werke, die habe ich jetzt vielleicht 50 oder 60 Mal in Aufführungen dirigiert, immer wieder. Und ich entdecke auch immer wieder Neues. Also Werke, die ich wirklich auswendig kann und die auch, glaube ich, wenn man mich nachts um 3 wecken würde, Dirigent ist ausgefallen, können Sie jetzt dirigieren? Ja, ich schaue immer wieder rein. Das ist echt interessant, hätte ich nicht gedacht. Total. Und ja. Worauf schaut man? Also ich erinnere mich gerade an Vorspiele früher, dann ist man nochmal an die kritischen Stellen gegangen, die vielleicht sonst nicht so flüssig liefen. Oder geht man lieber von vorne durch und ist sich sicher, was eigentlich sehr, sehr sicher ist? Ach, wahrscheinlich gibt es keine kritischen Stellen, wenn Sie aufführen, oder? Oh doch. Ne, es ist vor allem so ein in die Stimmung da wieder reinfinden. Und also mein inneres Ohr in Bewegung versetzen. Auch wenn ich mich auf den Weg mache zu proben, ich mag das sehr gerne, wenn mich dann auch niemand anspricht und ich halt tatsächlich auch keine andere Musik höre. Leider hören wir ja viel, viel so Dudelmusik in unserer modernen Welt. Das stört mein Ohr sehr. Also es fällt mir schwer, wenn ich andere Musik höre, mich auf meine Musik zu konzentrieren. Aber wenn ich keine andere Musik höre, sondern vielleicht nur Geräusche oder idealerweise kaum etwas anderes, dann ist in meinem Ohr Musik. Und Musik heißt aber jetzt nicht nur, ich weiß, das ist ein Viervierteltakt oder das ist laut und leise, sondern das fühlt sich dann irgendwie an. So 6. Symphonie von Beethoven, die Pastorale, der langsame Satz, da hört man dann die Nachtigall und die Wachtel und den Kuckuck. Und das transportiert ja eine bestimmte Stimmung. Und das spüre ich dann in mir schon und idealerweise bin ich dann bei der Aufführung in dieser Stimmung. Das kommt aber vollkommen von innen. Es ist jetzt nicht so, dass Sie auf der Autofahrt oder wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln das mit Kopfhörern irgendwie nochmal hören, nein, tatsächlich nein, als nein, Aufnahme. Gar nicht. Nein, nein. Das nein, ist nein. Also kein Ritual. Nein, also dass ich das Stück nochmal in einer Aufnahme hören würde, nein, das auf gar keinen Fall. Das, nein. Das ist echt. Ich bin fasziniert, weil man kann sich das so vorstellen, wenn Sie die Partitur dann vor sich haben, dass Sie diese Reise sozusagen im Kopf machen. Das ist echt eine ziemlich schöne. Ich dirigiere ja gerne auswendig und dabei geht es mir weniger darum, ob jetzt da eine Partitur, also ob da Noten liegen oder nicht. Da können auch Noten liegen, aber mir geht es darum, dass ich in jeder Sekunde vollkommen frei bin, mitbekomme, was die Mitmusizierenden gerade, auch vielleicht in welcher Not sie gerade sind. Also es kann ja sein, dass ich sehe, jemand hat da gerade irgendeinen Notfall, hat vielleicht ein bisschen Kondenswasser in einer Klappe bei einem Holzbläser. Und ich kriege das dann mit und kann entsprechend schon vorher drauf reagieren oder was auch immer. Auch also im Theater, da haben wir ja jede dritte Vorstellung irgendeinen Notfall auf der Bühne, weil irgendwas klemmt, weil einfach so viele beteiligt sind. Und das ist ganz normal. Das ist gut, wenn ich das mitkriege und wenn ich nicht in meinen Noten hänge. Und deswegen verwende ich viel Zeit drauf, wirklich die Werke zu lernen. Und jetzt, wo ich, also wenn ich zurückdenke,
ich habe, also so in meinen 20ern, habe ich unglaublich viel Repertoire richtig gefressen und habe oft auch wirklich Angst gehabt, ob ich das hinkriege, das Stück gelernt zu haben rechtzeitig, weil es so viel war. Also es ist einfach ein sehr großes Repertoire, was man machen kann. Und natürlich wäre es viel einfacher gewesen, damals einfach immer die drei gleichen Stücke zu dirigieren. Also das wäre viel einfacher gewesen und vielleicht auch noch viel erfolgreicher gewesen dadurch. Aber heute muss ich sagen, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich jetzt eben auf dieses große Repertoire aufbauen kann und jetzt seltener in der Verlegenheit bin, dass ich ein Stück zum ersten Mal dirigiere. Das heißt, Ihre Literatur waren die Partituren? Oh nein, nicht nur. Nein, Bücher. Wir haben auch eine Gesamtausgabe von Goethe und Thomas Mann und Schiller natürlich haben wir. Jetzt im Hegeljahr habe ich mich auch wieder in Hegel rein vertieft. Mörike, nein. Also. Was ich mich gerade noch gefragt habe, um nochmal kurz zu der Situation zu gehen. Sie stehen vor dem Orchester und bemerken irgendwo, oje, eine Klappe klemmt oder jemand hat gerade irgendwie, ich weiß nicht, einen Mini-Aussetzer oder sowas. Wie reagieren Sie? Jetzt sind Sie ja doch ein paar Meter entfernt von den entsprechenden Spielerinnen und Spielern. Wie reagieren Sie? Ist das dann, aktivieren Sie jemand anders, der vielleicht ein bisschen einspringen kann? Vielleicht geben Sie uns ja so ein Beispiel, wie man aus der Ferne helfen kann. Weil das stelle ich mir auch schwierig vor, weil Sie können ja nicht kurz das Horn in die Hand nehmen und sagen, okay, das spiele ich kurz. Also ganz viel ist Intuition dabei, denn das meiste, da kann man nicht lange überlegen, das ist dann halt einfach so. Und mir hat mal ein älterer Dirigent vor vielen Jahren gesagt, den erfahrenen Dirigenten erkennt man nicht an der Anzahl der gelungenen Aufführungen, die er hinter sich hat, sondern an der Anzahl der Unfälle, die er irgendwie überstanden hat. Und da ist was Wahres dran. Ich erinnere mich an hinterher lacht man ja immer drüber, nicht? Aber in dem Moment an ein Beispiel, wo es mir wirklich, also aus allen Gänsehaut kam. Es war ein Silvesterabend, ich glaube 2003 auf 2004 in Hannover. Ich war Kapellmeister und durfte die Fledermaus-Aufführung dirigieren. Und dadurch, dass der zweite Akt ein bisschen aufgepeppt worden war für die Silvesteraufführung, stand also ein Konzertflügel auf der Bühne für einige Einlagen. So, dieser Konzertflügel musste dann wieder weggeschafft werden. Das dauerte ein bisschen länger als sonst der Umbau vom zweiten zum dritten Akt. Das heißt, man beschloss also die Polka, die zwischen zweiten und dritten Akt sowieso gespielt wurde, zu verlängern. Und ich hatte gedacht, es ist doch irgendwie nicht so schön, wenn wir sie einfach fertig spielen. Dann klatscht das Publikum, dann spielen wir gerade das gleiche Stück nochmal. Das ist vielleicht ein bisschen fad. Wir machen also das so, dass wir vor der Coda dieses Stückes, vor dem Schluss, einfach noch ein paar Wiederholungen einfügen. Und irgendwie gab es halt, warum auch immer, nicht alle, die das verstanden hatten, wie das funktioniert. Und wir hörten also gleichzeitig und dazu so, und das passte halt überhaupt gar nicht zusammen. Und das dauerte dann auch, also eine halbe Ewigkeit, wahrscheinlich waren es nur ein paar Sekunden, bis wir wieder zusammengeführt gefunden hatten. Und da musste ich sehr klar einfach ein Zeichen geben, mit wem wir jetzt mitgehen. Ja, eben, also, genau. Also, ich habe in dem Fall ich habe auf die Konzertmeisterin, die links von mir saß, gezeigt, also deutlich auf ihren Kopf gezeigt mit ihr, obwohl sie falsch war. Sie gehörte zu denen, die falsch war. Aber ich habe einfach die Entscheidung schnell getroffen mit ihr. So. Und dann später traf ich einige traurige Cellisten in der Kantine, so, weiß ich nicht, 23 Uhr am 31. Dezember. Und die sagten, wir überlegen jetzt die ganze Zeit, was wir eigentlich falsch gemacht haben. Und dann sage ich, nein, ihr wart richtig. Aber blöderweise wart ihr gerade in einer nicht so machtvollen Position wie die Konzertmeisterin. Das kommt vor im Leben, nicht? Ist Dirigieren, ist ja auch oft, dann wird ja geguckt, ist das jetzt hierarchisch, ist der autoritär, ist er nicht autoritär? Ist das Thema bei Ihnen eigentlich im Orchester, also zwischen Ihnen und der Mannschaft sozusagen? Der Führungsstil oder? Nein, es war bisher glücklicherweise nicht Thema, vielleicht aber auch deshalb, weil ich der Auffassung bin, dass es sowieso ganz viele zeitgemäße Formen gibt. Also es gibt das Musizieren am Abend und niemand käme auf die Idee, in Frage zu stellen,
Stellen, dass man halt dann anfängt, wenn der Dirigent den Taktstock hebt. Also das ist, glaube ich, auch jetzt nicht was, was man basisdemokratisch dann entscheiden müsste bei der Aufführung. Ich denke, das ist es auch nicht. Genau. Nee, aber es gibt natürlich ganz viel anderes in der Vorbereitung einer Aufführung, wo also eine Partizipation ganz, ganz wichtig ist. Gerade jetzt in diesen Tagen bin ich im täglichen Austausch mit dem Orchestervorstand. Das sind 5 Mitglieder des Orchesters, ein Oboist, Bratsche, Schlagzeug, also gewählte Vertreter des Orchesters, die aber keineswegs jetzt sozusagen, also wir sind ja nicht Tarifpartner oder wir wären irgendwie Gegner bei irgendwelchen Verhandlungen, sondern nein, wir kümmern uns gemeinsam um die Belange des Orchesters und mich erreichen über den Orchestervorstand manche Themen, die ich vielleicht so selber nicht so wichtig genommen hätte. Also da gibt es einen partnerschaftlichen Austausch auf Augenhöhe und das ist ganz wichtig. Wenn man diese Mannschaft jetzt austauscht sozusagen und mal, wir haben vorhin gehört, nach Japan geht und eine ganz andere Mannschaft auch kulturell vor sich hat. Klingt Beethovens 9. da anders, obwohl ihr Stil und ihre Haltung und so weiter ganz anders. Gleich ist? Ja. Doch, und das ist auch das ist auch richtig und gut. Denn so wichtig sind wir Dirigenten ja dann auch nicht. Also es wäre ja schlimm, wenn man den Eindruck hätte, da säßen lauter Marionetten und wenn ich die Marionetten austausche, ich bin hier trotzdem immer noch der große Zampano und es klingt dann gleich. Nein, nein, das ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Da sind dann vielleicht 100 Musikerinnen und Musiker, die tatsächlich dann, ja, was den Klang anbelangt und auch die Tradition anbelangt, auf die ich sehr eingehen möchte. Und das, muss ich sagen, macht mir auch die große Freude am Reisen, dass ich halt gerade, dass ich spüre, dass ich jetzt in Tokio bin und dirigiere und wenn ich dort bin, ich bin ins No-Theater gegangen. Das ist die älteste, ich glaube, die älteste japanische Theaterform. Also noch viel älter als Kabuki. Habe viel gelernt über die Kultur dort. Ich mag es, wenn ich spüre, wo ich gerade bin. Sie sind ja als Dirigent unterwegs, aber eben auch als Pianist. Ja. Ist das wichtig für Sie, dass Sie immer beides auch haben? Also ich meine, es gibt ja auch nur Dirigenten, die dann auch irgendwann gesagt haben, so jetzt lasse ich das mit den Konzerten und konzentriere mich auf das eine. Aber Sie machen ja nach wie vor beides. Es ist mir immer wichtig, dass ich selber auch Musik machen kann. Natürlich, wenn ich vor meiner Partitur sitze, dann stelle ich mir die Musik vor und das ist auch sehr schön und und es macht auch eigentlich immer Spaß zu dirigieren. Aber tatsächlich einfach die Gelegenheit zu haben, egal ob das abends um 10 ist oder beim Glyndebourne Festival in Südengland, da war ich untergebracht in einem jahrhundertealten Haus, also wirklich sozusagen einfach gehalten, aber ich konnte aufstehen und gleich in die Scheune gehen, wo der Flügel stand und auch morgens um 6 und es war Sommer und es war hell und dieses Gefühl aufzustehen und selber Töne zu produzieren an einem Instrument, das ist sehr schön. Und zusammen musizieren auch. Auch das, ja. Das zieht sich ja durch Ihr Leben. Ja. Das haben wir ja vom Anfang an gehört. Ja. Und wie das so ist, ziehen sich da auch Weggefährten am Rande mit. Und einen davon haben wir befragt. Sprich Stuttgart, Best Buddy. Ich bin nun verbunden mit Dr. Clemens Trautmann. Er ist seit 2015 Chef der Deutschen Grammophon in Berlin. Hallo, Herr Trautmann. Ich grüße Sie, Herr Ferdinand. Bevor wir sprechen, will ich Sie ganz kurz vorstellen. Die Deutsche Grammophon, das ist ja das bekannteste und erfolgreichste Klassiklabel der Welt, kann man ohne Scham behaupten. Ich denke, jeder, der mit Tonträgern zur klassischen Musik irgendwie zu tun hatte und hat jetzt den gelben Bilderrahmen vor Augen, eine 100 Jahre alte Wortbildmarke des Labels.
die sich ja quasi ins kollektive Gedächtnis der Klassikwelt eingebrannt hat. Und bevor Sie im Management reüssierten, haben Sie Klarinette studiert und mit dem Master of Music ein Konzertexamen abgelegt. Profi-Musiker und Profi-Manager, das ist eine seltene Kombination. Aber jetzt wollen wir nicht über Sie sprechen, sondern wir sprechen ja jetzt miteinander, weil Sie auch der Best Buddy von Cornelius Meister sind. Können Sie sich erinnern, Herr Trautmann, wann sind Sie ihm das erste Mal begegnet? Ja, das kann ich sogar ganz präzise festmachen. Im Sommer 1994 im Treppenhaus der Jugendherberge Hitzacker sind wir uns begegnet, als Cornelius Meister und ich an einem Kammermusikkurs teilnahmen. Und er fiel mir insbesondere deshalb auf, weil er an seinem T-Shirt einen Button trug. Und da stand etwas Ungewöhnliches drauf für einen solchen Button, nämlich in altgriechischen Lettern Euda uk eidos, ich weiß, dass ich nichts weiß, also das Sokrates-Zitat. Und ja, so kamen wir ins Gespräch und daraus entwickelte sich dann eine kammermusikalische Partnerschaft und Freundschaft, die über Jahrzehnte andauert mittlerweile. Und das ist einfach etwas sehr Schönes und Beglückendes. Und sicher auch etwas Wertvolles. Man kann sagen, Sie haben diese musikalische Gemeinsamkeit sehr schnell zu einem ziemlichen Erfolg gebracht, denn Sie haben zwei Jahre später, 1996, den ersten Preis beim Süddeutschen Kammermusikwettbewerb abgeräumt sozusagen. Wieder zwei Jahre später, 98, den Radeberger Förderpreis des Schleswig-Holstein Musikfestivals und den Publikumspreis dort. Und wieder zwei Jahre später, im Jahr 2000, den Preis der Deutschen Stiftung Musikleben beim Deutschen Musikwettbewerb. Also Sie waren wirklich sehr, sehr erfolgreich. Verbindet das? Ja, natürlich verbindet es, wenn man gemeinsam Erfolge feiern kann. Aber das war eigentlich nicht der Kern dieser Partnerschaft und Freundschaft. Der Kern war eigentlich, gemeinsam Musik zu entdecken und natürlich dann auch selbst aufzuführen. Aber genauso haben wir auch stundenlang in Partituren gewühlt und stundenlang CDs. Das war ja damals und ist auch nach wie vor der maßgebliche Tonträger, uns angehört, ganze Symphonienzyklen darüber gesprochen und natürlich unendlich viele Proben, denn so eine ja wirklich ganz, ganz intime, reibungslose kammermusikalische Partnerschaft entsteht einfach durch sehr, sehr viel gemeinsames Musizieren und sehr, sehr viel Probenarbeit. Und da war der Cornelius Meister vielleicht immer noch der etwas akribischere von uns beiden, der wirklich darauf bestanden hat, dass wir bestimmte Passagen dann zu einem absoluten Perfektionsgrad treiben und diese gemeinsamen Erlebnisse, die verbinden und die Erfolge, die Preise, das war für uns eigentlich doch eher ein Nebeneffekt. Was auch was Unglaubliches Verbindendes ist und war, sind gemeinsame Reisen. Wenn man wirklich mal mehrere Tage oder wenn es eine Tournee ist, dann auch vielleicht mal 2-3 Wochen am Stück unterwegs ist und da sich ganz, ganz eng aufeinander einlassen kann und darf und muss und tolle Gespräche hat. Also da gibt es auch schöne Geschichten, die zu erzählen wären, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten. Sie haben das angesprochen. Es ist schön zu sehen, wie Cornelius Meister die Musik entdeckt. Versuchen Sie das mal in Worte zu fassen, wie er die Musik aus Ihrer Sicht entdeckt. Das ist ja ein Prozess, einerseits das Intellektuelle, sich nähern über die Noten, über die Partituren, andererseits etwas Hochemotionales. Wie geht aus Ihrer Sicht Cornelius Meister daran? Ich glaube, die beiden Stichworte, die Sie gerade genannt haben, sind sehr wichtig. Einerseits die intellektuelle Durchdringung, andererseits aber das emotionale Verständnis, das Mitfühlen. Und ich kenne ganz wenig Musiker, bei denen beides so ausgeprägt ist wie bei Cornelius. Beide Aspekte des Musizierens, des musikalischen Gestaltens, des Hörens wirklich so in einer wunderbaren Balance sind. Und ich kann mir das nur so erklären, dass es tatsächlich schon einfach ja sehr, sehr frühkindliche Erfahrungen gab, die Cornelius auf diese Bahn gebracht haben. Dass er nämlich wirklich, wenn sein Vater Klavierprofessor in Hannover oder seine Mutter, wunderbare Pianistin und Klavierlehrerin, wenn sie unterrichteten, dass Cornelius da schon unter dem Flügel lag und gewisserweise die Struktur der Musik, aber auch die Vibrationen so aufgenommen hat. Und ja, das ist wirklich eine
eine Durchdringung von Musik, vor der ich auch selbst immer so als musikalischer Partner staunend stand, dachte, ah ja, Cornelis hat er kapiert, wie das ja hier zusammenhängt und wie man diese Stelle Tempo Rubato gestalten muss. Und das ist ja eine große, große Gabe, die letztlich ein bisschen auch ein Mysterium bleibt. Jetzt ist er auf der ganzen Welt unterwegs, eigentlich praktisch kein Haus, das er nicht kennt, das er nicht bespielt hat in irgendeiner Art und Weise. War das eigentlich zu Ihrer Zeit schon absehbar, dass er ein Star in seiner Szene werden wird? Also um ehrlich zu sein, ja. Ja, diese wirklich unglaubliche Verbindung aus handwerklichen Fähigkeiten als Pianist und als Dirigent hat er schon sehr, sehr früh dann auch Dirigierunterricht und Schlagunterricht genommen in Hannover und in Salzburg. Das war schon sozusagen die Feinheit des Gehörs. Das war schon was Außergewöhnliches damals. Das haben alle sofort mitbekommen. Und ich denke jetzt gerade nochmal an diese Jugendherberge in Hitzacker. Ja? Und da haben wir natürlich abends dann häufig auch noch bis in die Nacht Kammermusik, Blattspiel-Sessions gemacht. Und Cornelius spielte die schwersten Dinge vom Blatt und das ist vielleicht eher was für die Experten hier unter den Zuhörern. Es gibt nicht nur Kreuze und Bs als Vorzeichen in der musikalischen Notation, sondern es gibt auch Doppelkreuze und Doppel-Bs. Ja? Und während Cornelius ein so schweres spätromantisches Stück mit eben zwei Doppelkreuzen und glaube ich einem normalen Kreuz spielte, meinte er dann, oder nee, glaube ich, drei Kreuze und zwei Doppelkreuze, meint er, ah, sieben Kreuze mit fünf Fingern, das habe ich auch noch nicht gemacht. Also sozusagen, während er das Stück vom Blatt las und die Tasten umsetzte, hat er auf einer Meta-Ebene noch reflektiert, dass eben sieben Kreuze waren, die er gerade mit fünf Fingern gespielt hatte. Ja, also es war schon echt damals ein Phänomen. Und natürlich weiß man nie, in welche Richtung sich solche Begabungen entwickeln, aber Cornelius hatte, glaube ich, immer auch ein Umfeld im Elternhaus, seine Professoren, die Musiker, die Freunde, mit denen er sich umgab, wo alles das sich organisch entwickeln konnte und wo das dann Schritt für Schritt wachsen konnte. Also das klingt ja fast ein bisschen nach Genialität. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Begriff. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass in so einem Augenblick einem die Kinnlade natürlich nach unten fällt, mit welcher Lässigkeit. Ja, so war's. Ich würde gern mal auf diesen Punkt kommen, den Sie gerade angesprochen haben. Er dirigiert, Sie haben ihn als Dirigent sicher auch erlebt. Und dann nicht mehr als partnerschaftlicher Musiker, sondern vielleicht als Zuschauer. Wie ist er als Dirigent aus Ihrer Sicht? Das ist ja immer so ein bisschen, da hat ja jeder so seinen Stil. Oft sind Sie sogar umstritten und es ist hierarchisch und streng. Wie ist er? Also erstmal muss ich Sie doch ein klein wenig korrigieren. Sie hatten das Vergnügen, auch in dieser Konstellation auf der Bühne zu stehen. Mhm. Nicht allzu häufig, aber mit den Lübecker Philharmonikern gab es mal ein Solokonzert, das Cornelius Meister dirigiert hat, wo ich der Solist war an der Klarinette, und mit den Heidelberger Symphonikern, das war ja Cornelius eigenes Orchester als Generalmusikdirektor, das erste Orchester, wo er quasi Chef war. Und da haben wir tatsächlich gemeinsam auch musiziert. Ah, okay, das wusste ich nicht. Was natürlich besonders toll ist, wenn man sich als Solist absolut geborgen fühlt, weil natürlich ein Kammermusikpartner, mit dem man hunderte von Stunden gemeinsam schon musiziert hat, jede kleinste Regung, jedes kleinste Problem sofort spürt und dann da unterstützt und man einfach gemeinsam sehr, sehr intensiv gestalten kann. Cornelius jetzt aus dem Auditorium als Dirigent zu beobachten, das ist auch eine spannende Erfahrung. Und was als erstes mir da in den Sinn kommt, ist einfach nochmal diese handwerkliche Souveränität, die er hat. Und das sagen auch die ganzen großen Dirigenten, dass zunächst erstmal einfach im wahrsten Sinne des Wortes Handwerk ist, was man da tut. Einfach sozusagen, ja, die Schläge so anzuzeigen, die Zählzeiten, dass die Musiker da folgen können, und darüber hinaus eben auch natürlich die Gestaltung vorzugeben. Und da hat man nie das Gefühl, dass Cornelius da irgendwie ins Schwitzen kommt oder dass er sich da mal im wahrsten Sinne des Wortes verschlägt.
sondern es ist einfach optisch eine Freude und darauf kommt es ja gar nicht an. Also darauf kommt es, kommt darauf an, was an den Orchestermusikern vermittelt. Und das ist einfach immer eine große Klarheit. Eine Klarheit nicht nur, wo die Zählzeiten sind, sondern auch eine Klarheit der Interpretation, sozusagen die musikalische Intention, die Cornelius da verfolgt. Und tatsächlich gelingt es ihm dann häufig auch einfach so ein Flow zu erzeugen, wo dann die Musiker ihm ja komplett folgen, dass alles zu einer Einheit wird und das teilt sich natürlich auch im Saal auf allerschönste Weise mit. Und das ist auch genau das, was das Stuttgarter Publikum wirklich liebt. Das kann man, glaube ich, gar nicht anders formulieren. Sie lieben ihn. Glauben Sie, ihm ist das bewusst? Ich glaube, das ist gar keine Kategorie, in der Cornelius Meister denkt. Sozusagen, ich kenne wenige Musiker und wenige Dirigenten, die so uneitel sind wie Cornelius. Und das meine ich wirklich im allerbesten Sinne. Ich glaube, er weiß schon, was er kann und was er möchte und wo er steht. Aber jede Form von irgendwie äußerer Verehrung oder Ehrbezeugung ist nicht so wichtig. Und das finde ich eine sehr, 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 sehr schöne Eigenschaft, dass es ihm wirklich um die Sache geht. Als Sie gehört haben, dass er nach Stuttgart wechselt, haben Sie das aktiv verfolgt? Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Wie war das für Sie jetzt als begleitender Freund? Unter Freunden spricht man natürlich über so zentrale Entwicklungen im Privatleben, natürlich auch im Berufsleben. Und genauso wie Cornelius von mir aus allererster Hand mitbekommen hat, wie mein Wechsel sich aus dem Verlagswesen von Axel Springer hin zur Deutschen Grammophon vollzog, habe ich natürlich auch die Gespräche und Überlegungen verfolgen dürfen. Jetzt quasi ist es mir geteilt, die dann letztlich zu dieser Berufung in Stuttgart geführt haben. Und also ich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut, als ich von dieser Option erfuhr und erst recht, als es dann konkret war. Denn das ist einfach ein großartiges Haus, eines der wichtigsten Häuser in Deutschland und Europa. Ein Haus, das mehrfach Oper des Jahres war, glaube ich sogar in Folge. Und das ist ein Haus, in dem er, glaube ich, auch sehr, sehr große Gestaltungsmöglichkeiten hat, auch in einem tollen Team mit der Intendanz gemeinsam. Und also, so wie ich das jetzt verfolgt habe, ich muss peinlicherweise gestehen, dass ich noch keine Aufführung dort erlebt habe, aber das haben wir uns dringend vorgenommen, das nachzuholen, bis dann der Lockdown kam. Ja. Aber so wie ich das aus Erzählungen erlebe, ist das einfach eine tolle Teamarbeit. Und gerade der Lockdown hat das Team, glaube ich, auch nochmal eng zusammenwachsen lassen aus meiner Wahrnehmung von außen. Denn diese mehrere hundert Konzerte und Aktionen, die es da gab im Frühjahr und bis heute, das ist wirklich etwas, was in Deutschland nahezu singulär ist, dass ein Haus sich wirklich so engagiert, auch für die Gemeinschaft, für die Kommune und da wirklich Kultur und Musik in die Stadt trägt. Das erlebt man leider nicht überall. Vielleicht sind auch die Rahmenbedingungen nicht überall so günstig, aber viele Häuser sind ja schlicht geschlossen und das ist natürlich eine Schande. Ich denke auch an den Essay, den Cornelius kürzlich geschrieben hat, über eben diesen erneuten Lockdown. Ja. Und da ist mir ein Satz wirklich auch besonders in Erinnerung, dass eigentlich wir jetzt in dieser Phase die Kultur am dringendsten brauchen, um auch differenzieren zu lernen. Da ist eben halt nicht alles schwarz-weiß. Da gibt es viele Nuancen, da gibt es Grauzonen. Und das ist eben wirklich im krassen Gegensatz zu dem, wie die Politik gerade tickt. Also es entweder geöffnet wird oder zugemacht. Und dazwischen gibt es eben keine Differenzierung. Das hat Cornelius da wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Clemens Trautmann. Ja, ich bedanke mich und so viele Dinge sind ungesagt. Wenn Cornelius Meister das hören sollte,
ganz, ganz liebe Grüße und ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Aktion. Ein Button mit ich weiß, dass ich nichts weiß und gleichzeitig 7 Doppelkreuze oder mehrere Doppelkreuze ist schon eine gewisse Art von Understatement, oder? Also Clemens Trautmann ist mein bester Freund, ich glaube, es ist deutlich geworden und er hat interessanterweise gar nicht so viel Intimes erzählt. Also er hatte mich vorher gefragt, was darf ich denn alles sagen, denn ich wusste ja, dass sie miteinander telefonieren würden. Mhm. Und ich habe ihm geantwortet mit einem abgewandelten Zitat aus Don Giovanni, wenn Leporello seinen Herrn Don Giovanni auch fragt, was darf ich denn alles erzählen, nämlich Donna Elvira erzählen. Und Don Giovanni erzählt, sag ihr nur alles. Und darauf folgt dann die Registerarie, in der Leporello erzählt, welche furchtbaren Taten er schon alles erlebt hat. So, also Clemens Trautmann war ja ganz zahm. Ich wollte gerade sagen, er hatte den Freischein, natürlich neugierig, welche Geschichten zu erzählen. Och, er hätte davon erzählen können, wer von uns stärker schnarcht. Ja. Oder hätte davon erzählen können von lustigen Begebenheiten, wenn dass er noch hier keine Aufführung erlebt hat, hängt damit zusammen, wenn wir es schaffen, dass wir uns sehen, wir sprechen oft und telefonieren regelmäßig miteinander, aber wenn wir uns sehen, dann versuchen wir tatsächlich eben mehr wandern zu gehen oder also jedes Jahr mindestens einmal irgendwie auch in die Berge und das führt dazu, dass dann eben, wir uns sozusagen mehr in der Natur sehen als im Opernhaus. Mhm. Wann hatten Sie sich das letzte Mal gesehen? Jetzt im Sommer. Tatsächlich war er derjenige, mit dem ich diesen ganzen Neckar abgefahren bin mit dem Fahrrad. Ja. Er hat es ja angesprochen, Sie haben ja auf der Website der Oper ein Statement veröffentlicht. So werden wir die Welt nicht retten. Sagen Sie uns, was steckt dahinter? Also Sie sind jetzt sicherlich kein Corona-Gegner, der auf eine Demo geht. Darum also geht ich bin es schon Ihnen gegen nicht Corona, mehr. Aber ich bin kein Corona-Leugner. Leugner, so rum. Ja, genau. Nein, aber was steckt dahinter? Welche Botschaft geben Sie uns mit? Ja, ich hatte den Text geschrieben morgens um 9 Uhr, nachdem am Tag zuvor bekannt gegeben worden war, dass der gesamte November über alle Theater, Konzerthäuser geschlossen werden würden. Und das war sozusagen eine Spontanreaktion. Der Hintergrund war, dass ich auch zu denjenigen gehöre, die fest daran arbeiten wollen, dass wir die Infektionszahlen möglichst gering halten und dass die gerade diejenigen, die besonders gefährdet sind, geschützt werden müssen. Ganz selbstverständlich, dass ich aber die Befürchtung habe, und Clemens Trautmann hat das ein bisschen angedeutet, wenn wir tatsächlich zu sehr schwarz und weiß sehen und wenn wir zu wenig Möglichkeiten haben, um das Denken anzuregen in einer kreativen Weise. Also alles, was die musischen Fächer sozusagen ausmacht, dass dann halt eben insgesamt eine Gesellschaft Schaden nehmen wird. Und darum ging es mir. Auch darum, dass man das mit einer Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Weil oft in einem Atemzug gesagt wird, ja gut, die Freizeiteinrichtungen, ich finde, das ist so ein technischer Begriff, der dann gemeinsam mit irgendwelchen Fitnessstudios zum Beispiel in einem Atemzug genannt werden, dass man hier differenziert und einfach mal sagt, passt mal auf, wir tragen natürlich auch schon zu einer Gesellschaft, die mit Kultur umgehen kann. Mir scheinen zwei Aspekte wichtig. Zum einen, für mich sind die Themen einerseits das ökonomische Thema, also das betrifft vor allem eben die Freischaffenden, betrifft aber auch Verlage, Musikverlage, Agenturen, Privatveranstalter. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was aber im Augenblick sehr viele Menschen auf der Welt betrifft, egal in welcher Branche sie tätig sind, ob sie eben buchstäblich genügend zu essen haben werden in den nächsten Jahren. Ein sehr wichtiges Thema ist aber aus meiner Sicht vollkommen zu trennen von dieser grundsätzlichen Frage, warum
warum eigentlich Kultur und ja, was macht das mit Bevölkerungen, mit Gesellschaften, wenn Kultur weniger stattfindet, wenn man weniger angeregt wird oder wenn ich auch lesen muss, das war so im April, wir konzentrieren uns dann jetzt in den Schulen auf die Kernfächer. Und ja, natürlich, jeder soll rechnen lernen und schreiben lernen und lesen lernen, aber ich glaube, jeder soll auch Mensch werden und Mensch sein. Und dazu gehört halt irgendwie doch auch noch mehr als Lesen und Rechnen. Das ist der eine Aspekt. Und das andere, wir haben in der deutschen Sprache leider kein Wort, was mit dem lateinischen Otium bezeichnet wird. Also etwas, was ich in meiner freien Zeit tue, wenn ich Muße habe, Dinge zu tun, sehr produktiv zu tun, Dinge, die bleiben, die nichts zu tun haben mit dem Tagesgeschäft, mit dem Negotium. Und dafür haben wir halt kein Wort. Und dann kommt es manchmal zu so Verirrungen, dass man etwas mit Freizeit bezeichnet, was eigentlich ja kein abwertender Begriff ist. Aber ich glaube schon, es gibt einen Unterschied zwischen in der Hängematte liegen, was auch mal wichtig ist, oder eben ja, bleibende Werte sozusagen für die Menschheit und auch für uns Einzelne als Menschen zu schaffen. Haben Sie die Befürchtung, das geht ein bisschen unter gerade, also durch Corona? Die Befürchtung habe ich schon seit Jahren. ich glaube, wir als Menschheit hätten es bedeutend besser, wenn wir uns immer mal wieder auf Dinge konzentrieren würden, die vielleicht nicht für den nächsten Tag oder den übernächsten wichtig sind, sondern die für die nächsten Jahrzehnte wichtig sind und die für unsere Kinder auch wichtig sind. Es ist doch bezeichnend, in welchen Wellen Umweltzerstörung thematisiert wird und wann es auch nicht thematisiert wird. Vielleicht sind wir als Menschen da nicht weitblickend genug manchmal. Und ich frage mich halt, was können wir dazu tun, dass wir Menschen weitblickend werden? Und da, aus meiner Sicht, würde die Kultur und die gemeinschaftliche Kultur, Beschäftigung mit Kultur eben eine sehr große Hilfe sein. Bitte. Nein, Theresa. Ich hatte nur einen Gedanken noch. Der Peter Kümmel in der Zeit hat das mal geschrieben, dass es die Sorge gibt, dass irgendwie durch Corona man vergisst, dass man hier in dieses Gebäude gehen kann, dass man ins Theater gehen kann, in eine Oper gehen kann, dass das Publikum sozusagen wegbröselt durch Corona und sie plötzlich alleine dastehen mit dem schönen Schatz, den sie hier haben. Teilen Sie diese Angst oder Sorge ein bisschen oder dass Corona diesen Prozess jetzt beschleunigt, der Entfremdung? Die Sorge teile ich hier in Stuttgart gar nicht. Wir haben im Oktober, als wir vor ja nicht vollem Haus spielen konnten, weil ja zwischendrin natürlich viele Plätze leer bleiben mussten, vollkommen zu Recht, da waren die Vorstellungen innerhalb von 24 oder 48 Stunden alle ausverkauft. Also der Hunger nach Aufführungen war immens groß. Also da hier habe ich die Sorge nicht. Aber wenn ich meinetwegen nach New York schaue, dort ist die Metropolitan Opera jetzt seit vielen Monaten geschlossen, wird auch bis zum Spielzeitende geschlossen bleiben. Es war geplant, dass ich im Mai 2021 dort die Zauberflöte dirigiere, das ist jetzt schon abgesagt. Da frage ich mich natürlich schon, ob das nicht bleibende Auswirkungen haben wird. Manchmal muss man ja aber auch was vermissen, damit das einem richtig bewusst wird. Dementsprechend, wir haben jetzt vorhin oder auch schon viel über Herausforderungen gesprochen. Sehen Sie auch Chancen, dass es wieder mehr auf die Bühne gehoben wird, dass es doch lebenswichtig ist, dass wir Kultur brauchen, wenn die Sachen gesichert sind, die wir für den Alltag brauchen, dass wir essen können und so weiter. Aber dass es vielleicht auch sichtbar wird in der Zeit, wo es nicht geht, dass es wirklich lebenswichtig ist? Es scheint mir halt notwendig, dass wir uns immer auch fragen, was können wir außerhalb von Veranstaltungskultur bewegen? Und ich glaube, da sollten wir die Zeit jetzt schon nutzen, um uns zu hinterfragen, ob die Formen, die wir kennen und die Projekte und die Formate, ob das eigentlich das Einzige ist, was wir machen können. Ich bin fest überzeugt, dass Opern, also die Form der Oper, auch in 50 Jahren noch ihre Berechtigung haben wird, aber sicherlich nicht allein und nicht nur. Und vielleicht ist es wichtig und gut, dass wir jetzt ein bisschen nachdenken können, was wir Neues erschaffen können,
Allerdings kann man natürlich dann besser nachdenken, wenn man auch in einer ausgeglichenen Lebenssituation ist. Wobei, vielleicht stimmt das sogar auch nicht. Also denken wir an Goethe zum Beispiel. Also sein Briefroman Werther wäre ja nicht entstanden, wenn er sich selber sicherlich nicht vollkommen dreckig gefühlt hätte vor Liebeskummer. Also vielleicht stimmt das nicht, was ich behaupte. Der Leidensdruck macht neue Ideen vielleicht möglich. Ja, vielleicht, kann er sein. Ja. 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 Aber reden Sie hier in der Oper auch darüber? Genau darüber, dass Sie sagen, ja, wir brauchen neue Formate oder probieren Neues aus. Sie probieren ja Neues aus. Ich glaube, jetzt mit Max Herre das Beispiel ist ja etwas komplett Neues gewesen, was ja nicht so erwartbar ist. Ja. Es gibt hier in Stuttgart Fridas Pier, ein Schiff auf dem Neckar, das als Club, ich glaube, am 1. April hätte eingeweiht werden sollen, was dann halt nicht ging. Wir sind jetzt gerade dabei, was wir mit Fridas Pier eben machen können. Um nur ein Beispiel zu nehmen, im Juni und Juli haben wir eine Vielzahl von Aufführungen in Innenhöfen von Seniorenheimen gespielt. Dinge, die auch schon vor März 2020 stattgefunden haben, aber die jetzt nochmal eine viel stärkere Bedeutung gewonnen haben. Oder Sie haben vorhin vorgelesen, eine Zuhörerin, die sich gefreut hat, dass wir auf dem Balkon Freude schöner Götterfunken musiziert haben. Das sind Beispiele dafür, dass es aus meiner Sicht gar nicht so eine Trennung geben muss zwischen eine Aufführung, die um 19.30 Uhr beginnt und ich habe ein Ticket gekauft und dann gehe ich dahin und danach trinke ich noch einen Wein und gehe wieder nach Hause, sondern dass man das viel umfassender ansehen kann. Was sich allerdings für uns, die wir durch staatliche Gelder unterstützt werden, natürlich leichter sagt als für jemanden, der ausschließlich sich über Eintrittsgelder finanziert. Nicht? Also deswegen halte ich es für eine Verpflichtung für uns, dass wir diese Freiheit nutzen und eben solche Formate auch entwickeln, die nicht alle entwickeln können. Hat das auch dazu geführt, jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen erzählt, man ist in Altenheim, in Innenhöfe, dass man mehr rausgegangen ist aus diesem Kern der Oper selbst als Opernhaus, dass man mehr ins Freie gegangen ist, mehr draußen gespielt hat? Sicherlich. Also wir waren auch am Hafen und im Römerkastell und auch im Frühsommer am Flughafen, als der dort nahezu geschlossen war. Ich glaube, man muss schauen, was passt wohin. Also ich bin nicht so ein Event-Freund. Also ich glaube schon dran, dass es auch gute Gründe gibt, warum man eine Oper im Opernhaus erleben möchte. Aber es gibt auch gute Gründe, wir haben ein Werk aufgeführt von Strawinsky, die Geschichte vom Soldaten, das ist im Ersten Weltkrieg entstanden, zu einer Zeit, als dann auch nachdem der Krieg zu Ende war, ja natürlich auch viele Theater nicht spielen konnten, geschlossen waren. Und sozusagen für eine Wanderbühne, für eine kleine Bretterbühne, was aber daraus eine neue Ästhetik entwickelt hat. Also auch Bert Brechts Ästhetik wäre ja nicht denkbar, wenn sie nicht durch äußere Umstände entstanden wäre, aber sie ist unabhängig dieser äußeren Umstände zeitlos gültig. Und vielleicht brauchen wir manchmal äußere Anstöße, um uns fortzuentwickeln. Dann würde ich gerne noch ein Thema streifen, das hier in Stuttgart mit Ihrem Haus doch irgendwie zu tun hat, weil wir hier in einer Oper sind und wir hatten ja das Vergnügen, hier durchmarschieren zu dürfen, als wir hier aufgebaut haben vorhin. Und dann sieht man natürlich schon, das ist ein Haus, das sanierungsbedürftig ist. Wie erleben Sie die Debatte um die Opernsanierung? Das ist ja schon eine ganz lange, alte Diskussion. Und als ich dazu gestoßen bin, das ist jetzt ungefähr 4,5 Jahre her, vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen, 2,25 Jahren, aber ich wusste ja schon mehr als 2 Jahre im Vorhinein, dass ich hierher kommen würde. Aber da lief die Debatte ja schon. Mhm. Und im Augenblick muss ich sagen, freue ich mich, dass es
ein Thema ist, das solch viele Menschen hier bewegt. Wir haben auch jetzt im Oberbürgermeisterwahlkampf Gespräche geführt mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die von sich aus zu uns gekommen sind und sich tatsächlich dafür interessiert haben. Das zeigt, dass dieser Littmann-Bau, Architekt Littmann hat das 1912 hier eingeweiht, dass das eben etwas ist, was zentral ist für Stuttgart. Und das macht mich glücklich, muss ich sagen. Und die Hoffnung habe ich, dass das, was dann entschieden wird, wann auch immer, aber wenn es entschieden wird, dass das wirklich etwas ist, was dann für die nächsten Jahrzehnte auch bleibt. Also furchtbar wäre natürlich, wenn was entschieden wird, was man schon nach 5 Jahren eigentlich gerne wieder verändern würde. Dafür ist es das viele Geld nicht wert. Wie detailliert setzen Sie sich damit auseinander? Also kennen Sie die Pläne? Ja, und, ja. Ja, ja. Nein, das war. Also, da überlegt man doch als Dirigent, okay, was hat das für Auswirkungen für mich und so, oder? Weniger eigentlich, weil das ja, also da denkt man ja in Zeiträumen, keine Ahnung, ob ich die erleben werde. Ja gut, aber wenn die Sanierung losginge, dann wären Sie ja schon davon betroffen. Also Sie müssten in den Interims umziehen und. Naja, mein jetziger Vertrag geht bis 2024. Also ah, okay, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Das müssen wir am Schluss nochmal fragen. So schnell werden wir nicht anfangen. Aber das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht, weil ich auf die Weise vielleicht ein bisschen mehr den Blick von außen ohne eigene Interessen auch haben kann. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich noch hier sein könnte, wenn das Opernhaus saniert wird, vielleicht sogar, wenn es wieder eröffnet wird, aber das weiß ich nicht. Nein, ich habe mich sehr intensiv mit diesen Plänen beschäftigt, halte es auch für notwendig, dass man bei solch einer großen Baumaßnahme auch die Akustik noch einmal auf den Prüfstand stellt und natürlich, also es werden ja nicht so oft Opernhäuser gebaut oder saniert. Das heißt, jeder Bauplaner, jeder Architekt ist angewiesen auf fachliche Unterstützung von Menschen, die in diesen Gebäuden arbeiten. So wenig, wie ich eine Ahnung hätte von wirklich Bauingenieursfachwissen, ist es aber doch umgekehrt auch wichtig, halt meinetwegen einem Planenden zu erklären, warum braucht eine Tuba einen relativ hohen Raum, weil halt der Schall nach oben rausgeht und dann geht es gar nicht so sehr um die Fläche, sondern es geht eher um die Kubikmeteranzahl, um ein Beispiel zu nehmen. Weil Sie in der Welt rumkommen und unglaublich viele Häuser schon erlebt haben, wenn Sie Stuttgart da mal einsortieren, wie stehen wir da? Ist das hier ein vorzeigbar, auch jetzt schon, jetzt mal unabhängig von der Sanierung, ein Bau, seinesgleichen sucht? Als das Gebäude 1912 eröffnet wurde, war es das modernste, was es gab, was Weltgeltung als Bauwerk auch genossen hat. Man hatte ja auch Richard Strauss, den damals berühmtesten Opernkomponisten, gewonnen, seine Ariadne auf Naxos hier in Stuttgart in dem damals kleinen Haus, dem Vorgängerbau des Schauspielhauses, der im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, dort zur Uraufführung zu bringen. Nur natürlich 108 Jahre später kann man sich vorstellen, dass das ein oder andere halt jetzt vielleicht nicht mehr das Allermodernste ist in aller Welt. Die künstlerische Qualität, glaube ich, genießt nach wie vor Weltgeltung, nur man sollte sich darauf nicht ausruhen, denn wenn die baulichen Gegebenheiten jetzt noch so sind, dass man wenigstens spielen kann, dann werden sie, wenn man nicht etwas tut, in 20 Jahren vielleicht so sein, dass man auch gar nicht mehr spielen kann, nicht mal mehr schlecht. Und da sollte man sicherlich jetzt was tun, denn billiger wird es nicht, indem man wartet. Gerade weil Sie ja den internationalen, nationalen Vergleich haben, gibt es trotzdem in Ihrem alltäglichen Arbeiten hier manchmal Dinge, die Ihnen auffallen, wo Sie sagen, okay, wenn man das schon macht, dann sollte man darauf achten, dass man schon so seine Punkte hat, in welche Richtung man Punkte noch optimieren könnte? Ganz wichtig in einem Opernhaus scheinen mir die Wege und die Beziehungen der einzelnen Räume zueinander zu sein. Denn es ist ein unglaublich kommunikatives Gewerbe, was wir betreiben. Wenn ein Mitarbeiter in der Kostümabteilung vielleicht eine Information nicht hat, die ein anderer Kollege in der Orchesterabteilung hat, dann merkt man das am Ende an der Qualität der Aufführung.
Und deswegen kommt es sicherlich nicht nur darauf an, zu sagen, diese Abteilung braucht so und so viel Kubikmeter, sondern am Ende auch, wie ist das denn alles miteinander verzahnt? Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir die Chance nutzen, um ein Opernhaus für die gesamte Bevölkerung auch sichtbar zu sein. Also, dass man beispielsweise in den Foyers nicht nur Opernbesucher versammelt, die da vielleicht eine halbe Stunde vor der Aufführung sein werden, sondern Schülerinnen und Schüler. Dass man, wie das in modernen Büchereien oder Buchhandlungen der Fall ist manchmal, dass man dort einfach auch gerne ist. Dass man also dass es Teil des öffentlichen Raumes wird. Ganz genau. So, und wir haben das Glück, dass wir eben zentral in der Stadt sind, am Eckensee, dass das ein Ort ist, so wie es teilweise abends, also wenn ich spät abends aus der Oper rausgehe, jetzt im Augenblick weniger, aber früher saßen da ganz viele Jugendliche auf den Operntreppen und haben friedlich einfach ihren Abend dort verbracht. Sehr, sehr schön. Und diese Mehrfachnutzung eines Baus, dass man eben sagt, das ist nicht nur die Kulturstätte, in der wir die Mozart-Oper hören, sondern das ist etwas, wo man, ach, kommst du mit zur Oper? So, und dann merkt der ein oder andere vielleicht auch, dass man da drin ganz viele Dinge erleben kann, die man gar nicht erwartet hätte, die tatsächlich alle Altersklassen ansprechen, was wir im Augenblick auch schon tun. Wir haben ja auch die junge Oper, aber natürlich kann man baulich dazu beitragen, dass das noch viel mehr alle mitbekommen. Aber so wie Sie es gerade beschreiben, ist das ein bisschen Operneudenken, oder? Zumindest sichtbarer machen. Also ich glaube, die Gedanken sind durchaus da. Es geht eher darum, wie schaffen wir es, dass wir, ja, dass es alle sehen. Sie erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, ich will das gerade noch einwerfen, von der Stadtbibliothek. Die Stadtbibliothek in diesem Milanejo-Viertel ist ja sehr, der Standort ist ja sehr umstritten, weil da sozusagen der Konsumtempel neben dem Bildungstempel installiert wurde. Und dann hat sich herausgestellt, in dem Moment, wo die Bibliothek freies WLAN angeboten hat, hatte plötzlich die Bibliothek ein Publikum, und zwar eines, das sich dort im produktiven Sinne eingenistet hat. Also es ist nicht so, dass das einfach nur wegen des WLANs, und dann da gibt es ja auch Medien, das können wir auch nutzen und so. Und dann hat sich plötzlich diese Publikumsstruktur, jedenfalls hat man mir das so berichtet, geändert oder zumindest ergänzt und erweitert. So, das kam mir gerade in den Sinn. Ja, ist eigentlich ein schönes Beispiel durch eine sehr einfache Geschichte. Ja. Natürlich, dann hängt es wieder an Ressourcen und da müssen Leute sein, die sich auch kümmern und so. Ja, ja. Aber im Prinzip ist es so ein Effekt, Und eben nicht dieser Widerspruch Konsumtempel und Bildungstempel und man da eine Glasfront dazwischen hat, sondern das ist tatsächlich aufgegangen. Ja. Und so wie Sie das kam mir nur in den Sinn, weil Sie es gerade genauso beschrieben haben. Mir ging es tatsächlich genauso. Während des Schreibens der Masterarbeit und plötzlich entdeckt man in diesem Literaturtempel neben dem Konsumtempel, dass im vierten Stock E-Pianos stehen, in denen man jederzeit spielen kann. Also ich glaube, das wissen auch gar nicht so viele, sondern man kann sich tatsächlich hinsetzen, dort stehen die ganzen Noten und kann mit den Kopfhörern in so einer Pause mal kurz spielen. Also ich denke, das ist tatsächlich durchaus gelungen, in dieser Bibliothek irgendwie so einen Platz des Austauschs zu schaffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das hier auch gut schaffen kann. Ja, und wir sind ja auch alle nicht bloß entweder Konsummenschen oder Kulturmenschen oder Literaturbegeisterte sondern wir sind das doch irgendwie alle gleichermaßen. Und dann ist es auch wichtig, dass man das nicht zu sehr voneinander trennt. Wobei ich das Gefühl habe, momentan wird die Diskussion natürlich politisch geführt, muss sie ja auch, ist ja klar. Und dann wird natürlich mit Zahlen gearbeitet, 1 Milliarde, da kriegen natürlich viele Schnappatmung, das verstehe ich auch. Ja. Wie erleben Sie das? Also Sie sind ja nun, und dann werden Sie wahrscheinlich persönlich in Haftung dafür genommen, nur weil es dich gibt, müssen wir jetzt 1 Milliarde ausgeben. Wie erleben Sie diese Diskussion? Ja, ich bin ja auch erschrocken. 1 Milliarde, also muss man erstmal überlegen, wie viele Nullen hat die denn eigentlich? Genau. Und das ist ja unvorstellbar.
es ist halt immer die Frage bei solchen Bauvorhaben, kalkuliert man Unwägbarkeiten schon ein? Mhm. Das ist in diesem Fall eben geschehen. Also die andere Rechnung wäre gewesen, weniger als die Hälfte. Und dann, upsala, 10 Jahre später ist ja teurer geworden. Ja, genau. Mhm. Ja, ich glaube, die Elbphilharmonie hat sich um das Zehnfache oder mehr als das Zehnfache. Ich weiß es nicht genau, aber es ist unvorstellbar viel gewesen. Ja. Heute redet da kein Mensch mehr drüber. Tatsächlich sind ja solche Architektur- Anziehungspunkte nach einiger Zeit ja auch richtig wirtschaftsfördernd und tourismusfördernd und also rechnen sich ja ökonomisch für eine Stadt, nicht? Also wenn der Petersdom in Rom war wahrscheinlich, als er gebaut wurde, und ja, wir wissen es ja sogar, Luther war ja gegen den Peterspfennig, nicht? Aber ich denke, er hat sich nach einer gewissen Zeit also 10-fach, 100-fach, 1000-fach gerechnet, ökonomisch. Mhm. Oder eine Mona Lisa, die in Paris hängt, ja, war nicht billig, sie einzuschauen. Schaffen, aber das wird sich auch gerechnet haben. Halt die Frage, in welchen Zeiträumen man denkt und auch was sozusagen, womit sich eine Stadt präsentieren möchte. Ich glaube schon, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass es auch Stuttgart gut ansteht, dass es sich eben mit großer Kunst, also nicht nur mit dem Tagesgeschäft präsentiert, das ist auch wichtig, aber eben auch, dass man sagt, ja, Stuttgart, da steht doch dieses tolle Opernhaus, da müssen wir mal hinfahren und sei es, dass wir es nur von außen anschauen können. Deswegen war ich so überrascht, dass Sie ganz zu Anfang unseres Podcasts, da haben wir die Frage gestellt, was strahlt von Stuttgart aus hinaus in die Welt, dass Sie da nicht sozusagen reflexartig gesagt haben, klar, das Dreispartenhaus, das ist ja wohl klar, dass das in die Welt hineinstrahlt, aber es tut es ja doch schon, oder? Ja, unbedingt. Nein, das lag vielleicht daran, ich von meinem Schlafzimmerfenster aus sehe ich immer abends den Fernsehturm, wie der so das Licht rumschickt und mag das irgendwie. Das gehört so in Stuttgart. Das, manchmal sein. Sieht man es auch nicht, wenn es sehr neblig ist, da weiß ich dann immer schon, wie das Wetter ist. Den Beteiligungsprozess, das wollte ich ja sagen, der ist ja gerade im Gange. Verfolgen Sie den eigentlich, Beteiligungsprozess? Ja, ganz intensiv, ja. Ja, also verfolgen, ich mische mich natürlich nicht ein. Ja, gut, darum geht es ja auch, dass man tatsächlich aus der Bevölkerung Fragen gestellt bekommt, Input bekommt. Es ist jetzt das dritte Mal in meinem Dirigentenleben, dass ich mich mit Bauthemen beschäftige. In meiner Heidelberger Zeit wurde tatsächlich das Heidelberger Theater teilweise neu gebaut und saniert auch. Eine für Heidelberger Verhältnisse nie dagewesene Größenordnung, was die Baukosten anbelangt. Das ist dort sehr, sehr gut gelungen. Man hat dort die Stadtgesellschaft dazu gebracht, sich aktiv dafür einzusetzen und zu spenden. Und es gab einige Großspender, aber es gab auch ganz viele Schulklassen, die meinetwegen ihren Kuchenverkauf bei einem Schulfest dazu genutzt haben, um dann am Ende etwas zu spenden. Und es gab Kinder, die haben etwas Kleines gebastelt und das für 50 Cent verkauft und haben das dann vorbeigebracht und gespendet. Dadurch war die Akzeptanz in der Stadtgesellschaft für dieses neue Theater enorm hoch. Es ist das Heidelberger Theater und jeder ist stolz darauf und es ist pünktlich fertig geworden, es wurde nicht teurer als gedacht. In Wien wiederum gab es die ganze Zeit immer die Diskussion, als ich dort war, Standortwechsel von Teilen des österreichischen Rundfunks, wozu das Orchester auch gehörte. Deswegen ist es tatsächlich jetzt das dritte Mal, dass ich das erlebe und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass am Ende etwas geschieht, was die Mehrheit der Menschen hier in der Region sagt, wir sind stolz darauf, dass wir das geschafft haben, dieses große Vorhaben in Gang zu setzen. Und wie erleben Sie das? Das wird ja oft so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, die Hochkultur und die Subkultur. Dass diese beiden Welten aufeinandertreffen und die einen sagen, die kriegen das Geld hinten nachgeschmissen und wir müssen dann immer gucken, wo wir bleiben. Wie erleben Sie diese Diskussion? Ist das überhaupt so? Oder? Ist mir ganz, ganz unangenehm und da werde ich richtig kribbelig, weil diese Vorstellung, eins ist oben und das andere ist unten, das widerspricht meinem Denken komplett. Warum ist denn das eine oben und das andere unten? Also, und was ist dann auch schöner oder besser?
Und vor allem, also wenn ich jetzt in einen Jazzclub gehe oder wenn ich selber auf Fridas Pier Musik mache, mache ich dann Subkultur oder bin ich ein Fremdkörper? Nee, mit diesen Begriffen kann ich irgendwie nichts anfangen. Und es gibt diese Begriffe auch zwischen der sogenannten E- und der U-Musik ja auch noch gar nicht so lange. Also im 19. Jahrhundert, ein Franz Liszt war wahrscheinlich nach heutigem Verständnis ein Popstar. Ja. 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 Aber was können Sie tun, damit diese beiden Welten dichter zusammenkommen? Indem ich mich bemühe, so oft ich kann, Menschen, die noch nie ein Beethoven, ein Mozart erlebt haben, diese Möglichkeit zu verschaffen. Wir hatten im Juni und im Juli, ich weiß gar nicht wie viel, ungezählte Aufführungen von Beethoven-Symphonien im Beethoven-Saal der Liederhalle. Sobald wir am 1. Juni wieder vor damals 99 Zuschauern und Zuhörern spielen konnten, haben wir gesagt, wir machen das. Wir haben auf riesigem Abstand gespielt, also das wirklich, es konnte sich niemand an Corona anstecken da. Es ging einfach nicht. Und wir saßen nicht auf der Bühne, sondern wir saßen im Parkett. Und ich habe bei jeder Symphonie am Anfang ein paar Worte dazu gesagt. Wir haben ein paar Musikbeispiele gemacht. Anscheinend war das interessant, sowohl für diejenigen, die zum 20. Mal in ihrem Leben diese Symphonie hören, weil sie vielleicht auch noch irgendetwas Amüsantes Neues erfahren haben, wie aber auch für einige, die mich angesprochen haben danach, und ich habe mich gefreut, dass ich auch mit denen ins Gespräch kommen konnte, die zum allerersten Mal in ihrem Leben eine Beethoven-Symphonie gehört haben, live. Und das waren Menschen, die waren schon in ihrer sozusagen zweiten Lebenshälfte. Und das ist doch großartig. Und wenn diejenigen dann sagen, das hat mich berührt, ich komme wieder, dann ist es umso schöner. Wenn sie sagen, es hat mich noch nicht so berührt, ich komme erstmal nicht wieder, dann muss ich halt besser werden, damit ich die erreiche. Ja, woran merken Sie bei solchen Leuten, dass der Funke übergesprungen ist? Was ist da das Feedback? Oh, viele weinen. Mhm. Wir haben ehrlich gesagt auch geweint, als wir uns wieder getroffen haben zum Musik machen. Mhm. Also ganz, also eigentlich absurd, nicht? Wir sind Menschen, die, also wir kommen zu unserer Arbeitsstätte, nicht? Und dann waren wir ein paar Wochen mal, konnten nicht, durften nicht, und dann kommen wir her und weinen, weil wir wieder hier an unserem Arbeitsplatz sein dürfen. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Berufen auch so gibt, aber es ist, also ja, es hat stattgefunden. Man macht die Arbeit so gerne, dass man sie eben dann doch sehr stark vermisst. Ich habe das Gefühl, Sie wohnen erst seit 2 Jahren in Stuttgart und kennen aber noch die ganze Gesellschaft, die Stuttgarterinnen und Stuttgarter recht gut. Wir haben noch eine Frage in unserem Fragebogen offen zum Kreativwerden. Sprich, Stuttgart plant eine Stuttgarter Soap. Ah. wie könnte der Titel lauten? Also zunächst mal muss ich sagen, ich wohne schon 3 Jahre hier. Weil wir, nein, das können Sie ja nicht wissen, aber wir haben uns den Luxus gegönnt, schon 1 Jahr, bevor ich an der Oper offiziell angefangen habe herzuziehen, weil wir eben so gerne so schnell wie möglich hierher ziehen wollten. Der Titel könnte sein, Slebbe ist Keuschlotzer. Ja, das stimmt. Das klingt schon ziemlich assimiliert. Oh, das weiß ich nicht, aber ich gebe mir Mühe. Ich sage, es klingt so. Nein, also auch mit dem Dialekt, ich gebe mir Mühe. Ich übe heimlich, aber ich werde es wohl nie lernen. Kriegt in diesem Jahr natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Ja, allerdings. Jetzt haben wir im Laufe der letzten 2 Stunden so viele Namen gehört, so viele Komponisten, so viele Künstler. Und hatten ja auch eingangs eine musikalische Darbietung. Und wir haben uns überlegt, ob es dann mal ganz spannend wäre. Ich habe vor kurzem seit ganz langer Zeit mal wieder Stadtland Fluss gespielt. Und Sie kennen sicherlich dieses Spiel, dass einer einen Buchstaben sagt, der andere sagt Stopp. Gut. Und wir haben uns gedacht, wenn Sie da einen Komponisten nennen könnten mit dem Buchstaben, und wer weiß, vielleicht klappt es ja sogar, dass wir was davon hören, oder? Ich denke, das wäre versuchen wir mal. Also möchten Sie A sagen? Oder nee, eigentlich müsste ich A sagen. Ich pass auf, ich kann A sagen und du moderierst dann weiter. Genau. Okay. A. Stopp. E. Ein Komponist. Der Vorname gilt auch, ne? Ja, genau. Komponist. Vorname gilt auch.
Also Krieg hatten wir schon, gilt nicht, ist gesprochen. Also Edward Grieg, ja. Stimmt. Ach herrje. Ja, bei B gibt es ja 10 Komponisten. Na, ich kann da nochmal sagen. Bei E. E, es ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja. Gottfried von Einem. Habe ich auch eine CD aufgenommen. Österreichischer Komponist, 20. Jahrhundert, sehr wichtig. Aber das können Sie jetzt nicht, das haben Sie nicht im Kopf. Buh. Wenn Sie das im Kopf haben, dann, also ehrlich, dann höre ich aber das. Ehrlich gesagt. Ja, okay, dann sage ich nochmal A. Nee, dann sage ich nochmal A. Okay, dann zähle ich ein bisschen schneller. A. Stopp. N, oh Gott. Auch so schwierig. Auch so schwierig. Wir machen N. das jetzt nochmal. N. Du sagst nochmal A. Norbert Burgmüller. Oh, gibt okay. es. Gibt es. Also ich okay. habe auch nichts auswendig. Nee, wir machen das jetzt genau. nochmal ganz. Ich war eigentlich bei M. M. Das ist Mozart. Mendelssohn. Mendelssohn. Mozart. Ja gut, okay. Jetzt dreht er sich zum Klavier. Sommer okay, Lampen. Mendelssohn. Oh, ah. Schön. Exklusivkonzert. Ja, absolut. Deswegen wollte ich dieses Wunderbar. Spiel spielen. Ja, nein, das ist super. Und da gibt es eine ganz, Entschuldigung, das muss ich unbedingt erzählen. Das nur ist so, nur das so. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, es hat sich ja nichts geändert in der Welt. Mhm. Also Mendelssohn war beauftragt worden, eine Schauspielmusik zum Sommernachtstraum von Shakespeare zu komponieren. Also mit Zwischenaktmusiken, Ouvertüre und so weiter. Denn es gibt vom Sommernachtstraum ja nicht nur die bekannte Ouvertüre, sondern es gibt wirklich also eben richtig eine ganze Schauspielmusik. Und damals hat man übrigens auch Peer Gynt, Ibsen, Grieg, war das also nicht unüblich, dass man offenbar in einem Schauspiel richtig auch also Orchestermusik da zugehört gebracht hat. Naja, also man hatte sich aber nicht genügend abgesprochen. Auch das kommt heutzutage manchmal vor. Das heißt, Mendelssohn komponierte und hatte zwischen jedem Akt eine Zwischenaktmusik komponiert. Und der Regisseur wiederum hatte sich aber an einer Stelle überlegt, dass er da gleich weitermachen wollte und den Vorhang nicht schließen wollte. So, man kam auch recht spät erst zusammen, auch das kommt heutzutage manchmal vor, und bemerkte dann das Problem. Mendelssohn hatte komponiert und verlangte, dass seine Komposition auch zur Aufführung gebracht wurde. Der Regisseur sagte, ja, aber ich habe das jetzt so inszeniert seit Wochen, ich kann nichts mehr ändern. Es führte dazu, dass sich also dann die beiden im Wald schlafen legten und sehr lange dort blieben. Und währenddessen hörte man eine Zwischenaktmusik und dann ging das Schauspiel wieder weiter. Also eine ganz pragmatische Lösung, die einfach dadurch zustande gekommen ist, dass man sich nicht abgesprochen hatte. Und das passiert bei uns in der Theaterwelt immer noch. Und oft wird das zu den größten Kunstwerken. Ja, das auch. Überlegt. Wunderbar, vielen Dank. Cornelius Meister, dass Sie 2 Stunden für uns Zeit hatten. Vielen Sehr Dank. Viel Spaß gemacht, Ihnen zu Absolut. Sehr angenehmes ja. Gespräch. Danke Ihnen. Alles Gute. Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo@sprichstuttgart.de.